Marco Brunzel und Tanja Grinz. Ich freue mich sehr, Sie beide mit dem dritten Themenblock der DIF-Konferenz Gemeinwohlorientierte Digitalisierung zu begrüßen. Ich fungiere in meiner Position als Moderatorin so ein bisschen als übergreifendes Bindeglied zwischen den einzelnen Themensessions und deswegen kann ich da auch schon einen kleinen ein oder anderen Einblick geben, wie Marco Brunzel gerade schon gewünscht hat. Wir hatten bisher sehr rege Diskussionen, muss man echt sagen, mit sehr viel Input, ob über den Chat, Sie müssen sich also nicht scheuen, die Kamera anzumachen, über den Chat, aber auch gerne mit Kamera und mit Ton. Das heißt, da waren wir auch selber sehr überrascht, wie viel Austausch da einfach geschieht. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir würden das gleich auch im Chat nochmal einbinden. Und zwar haben wir themenübergreifend über alle Themenfeld-Sessions eine Mentimeter-Umfrage, wo es drei Fragen gibt, die in jedem Themenfeld gestellt werden. Diese werden wir in den Chat posten, das heißt, Sie können sie dann parallel auch bearbeiten, weil uns einfach wichtig ist, da Ihre Sicht drauf zu bekommen. Das wird dann in der Abschlussvorstellung am Donnerstag einmal gesamt zusammengefasst und dann besprochen. Ich möchte aber auch gar nicht mehr lang drum herum reden, sondern direkt mit Marco Brunzel und Tanja Grinz in die Session starten. Ich freue mich auf rege 2,5 Stunden und was da noch kommen wird. Ich übergebe an euch. Vielen Dank. Tanja, würde ich erst mal sagen, du fängst mal an und wir stellen uns mini kurz vor. Nicht alle kennen uns und vielleicht fängst du mal uns als Moderatorenteam an vorzustellen und ich würde dann in den ersten Block überleiten. Ja, wunderbar. Danke dir, Marco. Ja, Marco Brunzel und ich, wir freuen uns sehr, dass wir auf der diesjährigen DIF wieder eine Session gemeinsam machen mit zwei Themenschwerpunkten. Mein Name ist Tanja Grinz, ich arbeite in der Stadtverwaltung Köln und leite dort innerhalb der Stabsstelle Digitalisierung die Geschäftsstelle Digitale Agenda. Bin schon seit langem mit dem Thema Digitalisierung, IT, E-Government beschäftigt in verschiedensten Funktionen bei der Stadt und vorher halt auch im Rahmen meines Studiums an der RWTH Aachen. Marco Brunzel, mein Sparringpartner, langjähriger derzeit in der Metropolregion Rhein-Neckar für das Thema Digitalisierung in allen Facetten zuständig, wuselig in vielen anderen Bereichen, insbesondere auch im Bereich der Lehrtätigkeit. Und dazu kannst du vielleicht selber noch kurz was ausführen, bevor du dann in den ersten Block einleitest, Marco. Ja, vielen Dank. Sehr schön, Tanja. Ich bin, wie gesagt, schon erwähnt, jetzt in der Rolle als in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das ist ein länderübergreifender Verbund von 150 Kommunen in 3 Bundesländern, 15 Stadt- und Landkreise, also eine ziemlich große. Und da gibt es seit 2010 eine besondere institutionelle Struktur, nämlich ein Modellvorhaben von den drei Ländern und dem Bund, dem BMI damals gegründet. Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen. Und das Thema föderale Strukturen wird uns heute ja vor allem im Thema 2 auch nochmal ein bisschen beschäftigen. Davor, Tanja hat es angedeutet, war ich auch mal bei der Init AG, wo ich zum Beispiel mit Ansgar Kückes zusammengearbeitet habe. Ich war bei Fraunhofer Focus, aus der Zeit kenne ich Andreas Schreiber und habe auch vor 20 Jahren City & Bits gegründet. Das ist sozusagen das Smart City-Thema, werden wir auch nochmal streifen heute. Deshalb freue ich mich hier mit Tanja zusammen, diese gemeinwohlorientierte Digitalisierung, was ist das eigentlich, heute hier auf die DIF-Session zu bringen und da auch nochmal ein schöner Rückblick auf die DIF im letzten Jahr, aus der übrigens, das werden wir in der Anmoderation von unserem zweiten Thema heute nochmal hören, ja auch Themen wie Dresdner Forderungen, föderales Mehrebenensystem, wo klemmt die Digitalisierung, wo können wir besser und schneller werden, das werden wir heute besprechen. Deshalb kurzer Einstieg in diese wirklich bunte und wir haben uns auch sehr gefreut und wir machen das ja oft so, dass wir auch Workshops so organisieren, dass wenn jetzt im Zweifel man alleine ist, hat man trotzdem ein gutes Thema und arbeitet. Wir sind jetzt so knapp 50, das finde ich natürlich super. Und dennoch wollen wir es sehr interaktiv gestalten, sehr gesprächsorientiert gestalten. Deshalb haben wir unseren tollen sozusagen Impulsgebern und Referenten eigentlich erst so mehr oder weniger fast freigestellt, wie sie hier im Freestyle ihre Impulse bringen, aufeinander eingehen und miteinander diskutieren. Das hoffe ich, dass das auch so ungefähr klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb haben wir im Prinzip lediglich diese zwei Themen geschnitten. Ins erste Thema würde ich jetzt einführen. Über dem gesamten Themenblock steht Gemeinwohl
orientierte Digitalisierung. Also man merkt schon, und der Teaser-Text habt sicherlich eher da von euch oder von Ihnen gelesen. Wir beschäftigen uns damit, dass die Digitalisierung natürlich alles verändert, wissen wir. Aber so etwas wie Gemeinwohl, das geht jetzt so in den sozialen Kit, ja, in das, was eigentlich zum Beispiel Kommune ausmacht, Solidarität oder auch Nachbarschaft. Oder auf dem Marktplatz hat man immer an der einen Seite die Kirche, dann die Kneipe, das Rathaus. Also wie funktioniert eigentlich dieses digitale Miteinander auch in einer sich zunehmend digitalisierten, in einem zunehmend digitalisierten Gemeinwesen? Und das ist, sagen wir mal, das ist die ganze große Überschrift, und da haben wir im Prinzip zwei Themenblöcke geschaffen oder skizziert, nämlich, und da werde ich auch gleich unsere Impulsgeber kurz anmoderieren. Wir haben im ersten Block, wollen wir uns damit beschäftigen, dass das, was Stadt und Region ausmacht, ist eben vor allen Dingen auch eine Vertrauensdimension oder Dinge wie Heimat oder solche Dinge, ohne es jetzt politisch zu überstrapazieren. Aber da stellt sich für uns natürlich die Frage, und wir haben es mal so definiert oder umschrieben, Vertrauen und Ein- und Abgrenzung, also digitale Stadtmauern oder digitaler Stadtschlüssel, welche Rolle spielen neue Technologien, um diese Vertrauensdomänen, um Policy Networks oder Allianzen oder Gemeinschaften oder Gefährten oder was auch immer in einem kommunalen Gemeinwesen miteinander zu verbinden oder auch zu trennen, je nachdem. Also das Thema vertrauensbasierte Technologien in einem solchen, sagen wir mal, sozialen Raum oder Ort wie Kommune oder kommunales Gemeinwesen. Und da haben wir im Prinzip in dem ersten Panel, die zweite Anmoderation macht dann vielleicht auch die Tanja, weil sie ja aus dem Thema auch Dresdner Forderung kam. Da werden wir uns dann, wie gesagt, nochmal mit der Kommune im Gesamtsystem beschäftigen. Deshalb wollen wir das erstmal nach hinten legen. Ich würde kurz überleiten, Dr. Jan Sürmli. Jan, wir kennen uns aus dem Schaufenster sichere digitale Identitäten, haben also im letzten Jahr auch schon mehrere Überschneidungspunkte gehabt. Du hast dich ja, und alles, was ich, das gilt übrigens für alle, was ich jetzt nicht, will nicht alles vorlesen, aber was ich vergesse, sagt euch und was euch wichtig ist dazu. Ich finde es super, dass du seit doch ziemlich langer Zeit mit Vertrauen, mit Souveränität und Privatheit beschäftigst. Das werden wir nachher auch nochmal bei Ansgar Kückes nämlich sehen, aus einer anderen Ecke. Du hast dich vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren mit dem Thema sichere digitale Identitäten im Kern beschäftigt, also das ganze Wallet-Thema. Es ging ja auch ein bisschen durch die Medien, ja, verschiedene Behörden haben sich damit beschäftigt, und du wirst gleich in den Impuls einleiten. Und du hast aber auch, und das wollte ich noch mit dazu sagen, eben auch dich mit verteilten Systemen beschäftigt, hast darüber auch promoviert, und das Thema verteilte Systeme, lose Kopplung, Interoperabilität sind natürlich sehr wichtige Themen. Und deshalb würde ich an der Stelle dir den Impuls geben und würde danach schon mal als Vorschau, würden wir dann eben zu Tabea Hein überschalten. Und ich würde versuchen, dein Ende deines Impulses als Überleitung zu nutzen. Jan, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Kurze Frage, seht ihr auf dem Bildschirm die richtige Präsentation oder die Präsentationsansicht? Ihr seht die richtige Präsentation, ich kriege einen Daumen hoch. Ja, vielen Dank, Marco, für die Einführung, und vielen Dank, dass ich hier heute ein paar Worte verlieren darf. Marco hat ja schon ganz viel zur Einleitung gesagt, ne, dass bei mir im Vortrag eben um sichere digitale Identitäten geht und vor allem auch so ein bisschen Entwicklungen, die wir in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, in Richtung Dezentralität und Souveränität. Zwei Themen, die eben, sage ich mal, noch verhältnismäßig neu in dem ID-Bereich sind. Vielleicht kurz ein Disclaimer vorneweg. Ich möchte heute nicht über das ID-Wallet-Thema zu sehr im Detail sprechen. Ja, das ist irgendwie eine sehr schwierige Problematik, glaube ich, wie sie entstanden ist, und möchte jetzt eher so ein bisschen einen Blick auch mal aus der sehr neutralen Forschungslandschaft einfach bieten. Und wie Marco schon gesagt hat, ich bin mit in einem Projekt drinne. Ich möchte jetzt auch nicht dieses Projekt vorstellen, sondern eigentlich lieber allgemein etwas über das Thema, warum sind sichere digitale Identitäten eigentlich hier in dem Zusammenhang relevant und ein Erfolgsfaktor. Ich habe mal einfach hier so eine Art Argumentationskette mitgebracht, die man auch in fancy Bilder drücken kann, aber ich finde sie gut, sie einfach mal so darzustellen. Wenn ich Digitalisierung erfolgreich machen möchte, dann bedeutet das meistens, dass ich Akteure miteinander vernetze, die es heute noch nicht sind, oder dass ich Dienstleistungen zugänglich mache über das Internet, was sie eben heute so noch nicht sind. Das heißt, ich löse Papierprozesse durch digitale Prozesse schrittweise ab und löse damit eben auch so ein bisschen diese Verknüpfung zwischen dem Ort, wo der Dienst stattfindet, und
ja, also ich ziehe ihn sozusagen aus dem pur physischen auch mit in das Digitale. Und was ich dann halt brauche, ist halt häufig Vertrauen. Das wurde jetzt schon so häufig gesagt. Was kann das zum Beispiel heißen? Das kann heißen, dass ich weiß, mit wem ich eigentlich es gerade zu tun habe, wer auf der anderen Seite der Leitung sitzt, so wenn man es sich mal so bildlich vorstellen möchte. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch Rechtssicherheit. Denn in vielen digitalen Prozessen ist man einfach ein Stück weit gezwungen dazu, sich an bestimmte Regeln zu halten, dass man sicherstellt, dass man mit einer Person oder einer Organisation oder vielleicht zukünftig auch einem Objekt sozusagen interagiert, das bestimmte Eigenschaften erfüllt. Beispiele dafür sind zum Beispiel Anti-Geldwäsche-Gesetz, Antiterrorismusregelung, dass ich eben zum Beispiel bei Öffnung von Kontos, von Konten, dass ich beim Kauf von SIM-Karten und so weiter eben ein Stück weit kontrollieren muss, dass bestimmte Gegebenheiten da sind. Und das geht dabei nicht immer darum, dass man nur ganz genau weiß, mit wem man ganz konkret redet, sondern manchmal geht es eigentlich viel stärker darum, einfach nur zu wissen, welche Eigenschaften bringt die Person auf der anderen Seite mit. Deswegen würde ich sagen, in vielen Fällen geht es um dieses Know Your Customer, aber in noch viel mehr Fällen geht es eigentlich um Know Your Customer Well. Ja, also es geht gar nicht darum, weiß ich, dass da der Marco sitzt, sondern weiß ich, dass das ein Mensch oder eine Organisation ist mit bestimmten Eigenschaften, die für meine Dienstleistung relevant sind, ob sie jetzt aus der Wirtschaft oder aus der Verwaltung kommt. Was ist also drin in so einer digitalen Identität? Ein Stück weit sind digitale Identitäten einfach Nachweise über bestimmte Eigenschaften einer Person, einer Organisation oder langfristig auch eines Objektes. Sie werden alle im Vortrag merken, dass ich mehr über Personen als über Objekte spreche. Das liegt daran, dass das auch in der Forschungslandschaft einfach schon besser verstanden ist für Personen und für Organisationen als für Objekte. Was können das sein für Nachweise? Das können Nachweise über bestimmte Attribute sein. Das kann einfach Stammdaten sein, Name, Adresse, Geburtsdatum, Volljährigkeit und so weiter. Dinge, wie wir sie auch heute schon aus einem elektronischen Personalausweis rausziehen können. Es können aber auch, was auch immer sehr spannend ist, Beziehungen sein zu anderen. Ja, zum Beispiel Mitgliedschaft in einem Verein, Arbeitnehmerschaft in einem konkreten Unternehmen. Ich kann aber auch Person-zu-Person-Beziehungen haben, wie zum Beispiel Person A ist Vormund oder Elternteil von Person B, kann deswegen bestimmte Entscheidungen vielleicht treffen. Oder ich kann ganze Dokumente tatsächlich haben, wie eben zum Beispiel Zeugnisse, Verträge, Formblätter, also ausgefüllte, bewilligte Anträge und so weiter und so weiter. Das alles kann sich hinter diesem Begriff digitale Identität verbergen. Damit das jetzt aber irgendwie noch vertrauenswürdig wird, hängt in so einer digitalen Identität üblicherweise noch mehr drin als nur der pure Nachweis, nämlich auch noch so Vertrauensmerkmale, die dann zum Beispiel Aussagen darüber treffen, wie hoch ist das Vertrauensniveau und dann eben üblicherweise technische Punkte, wie zum Beispiel kryptografische Signaturen, die mir dann eben helfen, die Echtheit so eines Nachweises herzustellen. Was kann ich jetzt mit so einem Ding machen? Ganz zentral der Nutzen von digitalen Identitäten ist eigentlich, ich möchte eine Identität irgendwo präsentieren können und die andere Seite soll diese Identität überprüfen können, um sicherzugehen, dass das, was dort übergeben wurde, eigentlich auch korrekt ist. So, und jetzt, wenn Sie irgendwie mal was damit zu tun hatten, um die Identitätsausgabe und so weiter, brauche ich natürlich auch noch den Lebenszyklus rundherum. Also ich muss die Identität ausstellen können, ich muss sie speichern oder verwalten können, ich muss sie aber auch widerrufen und sperren können, aus positiven oder aus negativen Gründen. Wenn ich das jetzt mal in so ein Ökosystem übertrage, weil wir reden ja wir reden ja hier eigentlich mehr über Ökosysteme als über konkrete digitale Systeme, dann habe ich eben üblicherweise in der Mitte diejenigen, um deren Identitäten es geht, sogenannte Identitätssubjekte, die möchten gerne ihre digitale Identität jemandem präsentieren. Das sind dann die sogenannten Akzeptanzstellen. Das sind Organisationen, entweder aus der Verwaltung oder aus der Wirtschaft, die eben bestimmte Eigenschaften prüfen möchten. Und dann habe ich eben noch diejenigen, die im Prinzip solche Nachweise mit Vertrauen aufladen. Das sind die sogenannten Vertrauensdienste. Und diese drei groben Akteursgruppen bilden halt üblicherweise ID-Ökosysteme. Und was wir jetzt halt gemerkt haben, und ich wollte ja kurz was zum Thema Dezentralität verlieren, ist eben, dass es einen gewissen Trend ein Stück weit gibt, dass man von dem sogenannten zentral organisiert zu dezentral organisiert geht. Diese Begriffe sind eigentlich insofern sehr irreführend, dass es in solchen Ökosystemen eigentlich nicht so die zentralen Player sozusagen gibt und selbst das dezentrale Identitätsmanagement auf seine Art und Weise wieder ein bisschen zentral ist. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass in einem zentral organisierten ID-Ökosystem die Vertrauensdienste als Intermediäre auftreten. Das bedeutet, wann immer sich ein Identitätssubjekt gegenüber einer Akzeptanzstelle eine Identität präsentieren möchte, macht sie das eben über diesen Vertrauensdienst. Das bedeutet im Wesentlichen meistens sowas, das kennen Sie alle, Sie gehen auf eine Webseite, Sie möchten einen Dienst nutzen, der Dienst sagt, okay, Sie können sich jetzt mit Google einloggen, dann klicken Sie auf okay mit Google einloggen, dann landen Sie beim Vertrauensdienst, Sie authentifizieren sich gegenüber dem Vertrauensdienst, der Vertrauensdienst schickt danach Ihre Identität an den Dienst. Damit ist es der ganz normale Flow, das ist dieses sogenannte zentral organisierte.
Was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass dort natürlich Vertrauen da ist, und zwar dadurch, dass ich im Prinzip als Akzeptanzstelle vertraue ich eben diesem Intermediär, der dort ist, und sage, okay, wenn der das sagt, dann wird es schon stimmen. Und das kann man ja auch häufig mit gutem Recht so sagen. Praktisch sehen wir dort natürlich aber auch Nachteile, wie wir sie alle kennen, schon auch aus der Plattformökonomie und so weiter. Diese zentralen Intermediäre können eben bestimmte Monopole erlangen. Gleichzeitig ist es eben so, dass es halt nicht glaubwürdig ist, dass einzelne Vertrauensdienste eine dermaßen Marktabdeckung hinbekommen, dass man damit praktisch jede Form von Identitätstransaktionen ablösen kann. Der Effekt ist am Ende, wir nutzen 6 von solchen Dingern, keine davon sind wirklich vertrauenswürdig, und praktisch haben wir sehr viele negative Effekte auf der Seite. Was sich deswegen rausgebildet hat, ist das Thema von selbstbestimmten Identitäten. Die nennt man dann auch dezentrale Identitäten. Warum dezentral? Dezentral heißt, die Vertrauensdienste treten nicht mehr als Intermediär auf, sondern stattdessen rückt der Mensch oder halt welches Identitätssubjekt auch immer wir haben in den Mittelpunkt. Das bedeutet jetzt, Identitätssubjekte erhalten einfach von einem Vertrauensdienst ihre Identität, können die bei sich in einem Wallet speichern, einer digitalen Brieftasche, und können diese dann vorzeigen, wann immer das eben notwendig wird. Und in so einem Ökosystem entsteht Vertrauen eben nicht mehr durch Intermediäre sind an jeder Transaktion beteiligt, sondern Vertrauen entsteht dadurch, dass ich quasi einem Datensatz mit kryptografischen Mitteln so ausstatten kann, dass im Nachhinein nachgewiesen kann, der wurde nicht verändert, der ist mit Vertrauen aufgeladen, und ich kann dem vertrauen. So, das ist so der grobe Trend, den wir sehen. Und jetzt ist es aber so, es ist wirklich ein zum Teil noch relativ junge Entwicklungen. Wir sehen dort sehr große Chancen. Wir sehen, dass wir diverse Nachweise nutzen können aus ganz unterschiedlichen Vertrauensdiensten für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Wir sehen, dass dieser Ansatz dafür gut ist, Monopolisierung entgegenzuwirken und Anonymität und Datensparsamkeit ein Stück weit hervorzuheben. Ich kann ja zum Beispiel kein Profiling mehr machen von ID-Anbieterseite aus. Und ich sehe eben, dass ich dort auch eine einfachere Nutzung in verschiedenen Ökosystemen haben kann als in diesen sehr zentral gedachten Identitätsszenarien. Die Herausforderungen, die wir aber haben, sind, dass wir einerseits noch in dem Bereich relativ viel Arbeit vor uns haben, was eben auch Nutzendenakzeptanz und Standardisierung angeht, weil das eben zum Teil noch technisch etwas neuere Entwicklungen sind. Was wir auch sehen, ist, dass nationale eID, die ja doch in sehr vielen Prozessen auch eine Rolle spielt, sehr häufig noch sehr zentral gedacht wird und dementsprechend an dieser Schnittstelle gerade sehr viel passieren muss. Und dann im Prinzip mal eine Herausforderung, die ich noch mitgebracht habe: Was soll denn bitte Nachbarschaft im Internet heißen? Ja, also das ist einfach so ein Punkt. Im Internet sind wir halt nicht Nachbarn, weil wir nebeneinander wohnen, sondern vielleicht, weil wir irgendwie aus einem ähnlichen IP-Raum oder sowas sind. Und das sind Punkte, mit denen wir uns, glaube ich, an der Stelle auch nochmal auseinandersetzen müssen, ganz gesondert. Es gibt verschiedene Erprobungsräume und Schaufenster. Ich möchte es nicht alles genau vorlesen. Die ID-Wallet wurde schon vorgestellt. Es gibt ein Schaufenster, ein großes Schaufensterprogramm, wo 4 Schaufenster vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie drin sind, unter anderem wir mit dem SDK-Projekt, aber eben auch noch 3 weitere. Und wir sehen, dass es auch auf dem europäischen Bereich eben auch sehr viele Aktivitäten gibt. Und eine habe ich hier mitgebracht, das ist das European Self-Sovereign Identity Framework Lab, ESSF Lab genannt, was eben von der EU-Kommission kommt. Und eben dort eben auch in verschiedenen Projekten eben diese neueren Formen von dezentralen Identitäten erforscht werden. Ja, damit bin ich mit meinem Impuls auch am Ende. Ich glaube, ich habe es schon ein bisschen überzogen. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass wir deswegen nicht komplett aus dem Plan rasen. Dankeschön. Alles easy, Jan, wunderbar. Du bist ja auch so ein typischer Schnellsprecher. Das finde ich immer so doof, weil ich auch so schnell spreche. Deshalb, ich hoffe, wir kriegen das Tempo querschnittlich ein bisschen runter. Aber ich glaube, die Tanja wollte kurz nochmal eine Nachfrage stellen, sodass wir es immer sozusagen, bevor wir jetzt alle Impulse hintereinander haben, können wir uns kaum noch erinnern. Deshalb vielleicht 1-2 Nachfragen an dich, Tanja. Ja, meine Nachfrage, ich komme ja so ein bisschen auch aus diesem Standard- und Normenbereich, und die Frage ist, es gibt ja nun auch Standards, die jetzt auch zur Identifizierung entwickelt werden. Ist das hilfreich, der Einschätzung nach, bei dem Thema, oder ist das eher wieder sozusagen ein neues Fass, was da aufgemacht wird? Also ich glaube, man muss ganz allgemein sagen, jede Form der Standardisierung, der Einigung ist extrem hilfreich, ja? Vor allem dann, wenn wir in dem Bereich einfach Rechtssicherheit brauchen. Und Rechtssicherheit wird sich am Ende halt immer darauf stützen, dass es sowas sagt wie, eine Identität ist dann für diesen Prozess akzeptabel, wenn sie
erfahrungsgemäß dann sowas wie, wenn sie vom BSI dafür anerkannt wird oder so. Und die werden dann wiederum Aussagen treffen müssen am Ende im Sinne von, wenn man eben diesem und jenem Standard eben entspricht. Also Gesetze laufen halt in dem Bereich, jetzt mal mit meiner Forscherbrille gesagt, leider selten auf Eigenschaften hinaus. Also ein Gesetz steht ja nicht drin, eine Identität ist akzeptabel, wenn sie diese 3 bis 7 konkreten Eigenschaften erfüllt, sondern meistens, wenn sie von irgendwem akzeptiert wird. Und ich glaube deswegen am Ende, Standards sind wichtig für die Rechtssicherheit, sind aber auch wichtig dafür, dass man sich eben auf Dinge einigt. Ja, also gerade wenn wir ein bisschen runtergehen und sehr kleinteilige Dienstleistungen nutzen möchten, wo wir halt auch dann sehr unterschiedliche Identitäten haben, die wir durch die Gegend schieben, dann brauchen wir Standards, ohne die geht es nicht. Dann würde ich nur ganz kurz eine halbe Frage nachstellen, nämlich die Standards innerhalb Deutschlands ist das eine, aber wie sieht es aus mit europäischen oder internationalen Standards? Da sind ja auch jetzt gerade im Oktober wieder ist ein ISO-Standard für die Identifizierung im Bereich Driving License entwickelt worden. Hilft uns das Ihrer Ansicht nach oder ist es irgendwie sinnvoller, wenn wir sagen, nee, also wir gucken dann eher dann auf die deutsche Lösung, die wir dann zu entwickeln gedenken? Also gerade bei sowas wie Führerscheinen oder so glaube ich, dass es immer sinnvoll ist, wenn die deutsche Lösung, die wir entwickeln, auch ein Stück weit einfach den internationalen Standards jedenfalls nicht entgegenspricht. So, weil so ein deutscher digitaler Führerschein ist halt in Deutschland schön, aber ich möchte ihn halt dann auch im Ausland nutzen können. Dementsprechend glaube ich schon, dass es wichtig ist, da an der Stelle auch einfach zusammenzukommen. Danke. Jan, das war schon fast eine Politikerantwort. Wir nehmen dich nachher nochmal ein bisschen in die Wand, Spaß. Die Frage, wie sich die Nachbarschaft im Internet gestaltet, die greifen wir nachher nochmal auf, weil wir sammeln so ein bisschen. Wir wollen uns immer nochmal damit es nicht so jetzt ein Impuls nach dem anderen kommt, ohne dass es ein kleiner Zwischenraum ist. Deshalb erstmal vielen Dank für deinen Impuls. Ich würde überleiten und wir kommen ja nachher alle nochmal gemeinsam auch sozusagen in die Diskussion hoffentlich. Und jeder schreibt sich seine Fragen schon mal mit zum Thema Objekte, Subjekte, ID-Ökosysteme und so weiter. Was hat das mit Gemeinwohl und Nachbarschaft zu tun? Ich leite über zu Tabea Heilen, die vor dem leeren Regal in Lübeck sitzt. Gerade in ihrer Kurzvita steht aus einer Großstadt. Wir wissen natürlich, oder die Leute, die sie schon ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass sie in Frankfurt war und sich mit E-Government, aber vor allen Dingen mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat. In der Kurzvita auf der DIF-Plattform steht ja, künstliche Intelligenz ist ihr Hobby. Frau Heilen, ich konnte natürlich über diesen Satz jetzt nicht rübergehen, ohne ihn zu zitieren. Das finde ich natürlich grandios, dass Sie die KI als Ihr Hobby bezeichnen. Aber Sie haben natürlich auch was Solides studiert, nämlich Wirtschaftsinformatik, haben sich schon länger mit Transformation beschäftigt, sind ausgebildete CDO jetzt, ja, und beschäftigen sich jetzt in der etwas kleineren Stadt, aber dafür vielleicht umso kompakter mit Fragen, wie gehört künstliche Intelligenz in dieses ganze Gemeinwohl? Und deshalb bin ich auch schon sehr gespannt, was Sie uns mitgebracht haben, sozusagen in der Reflexion zu dieser Thematik, gemeinwohlorientierte Digitalisierung aus der Perspektive der künstlichen Intelligenz. Sie haben das Wort. Dankeschön. Schau mal, wie das mit der Bildschirmfreigabe funktioniert. Wir sehen eine leere Folie. Ja, genau. Sieht man nur die leere Folie oder sieht man noch mehr? Nee, ne? Man sieht die leere Folie in der Folienansicht. Also man sieht auch die zweite Folie, die aber nicht leer ist. Da ist irgendwas drauf. Den Bildschirm irgendwie wechseln. Ah, ich glaube, das funktioniert jetzt nicht. Oder Sie gehen auf die zweite Folie? Ja, nee, ich will sowieso die zweite Folie zeigen. Ach so, okay. Die Technik, ne? Also wir machen das ja jetzt schon 3/4 Jahre und immer wieder ist doch noch irgendwas. Also jetzt geht es um Digitalisierung plus ein bisschen Blackbox, nämlich künstliche Intelligenz. Und da haben wir schon die Probleme, fangen an mit den Grundlagen. Also wir haben da so ein bisschen, also Ethikdiskussion gibt es, Regulierung wurde ja auch gerade schon angesprochen, haben wir noch nicht so richtig. Jedenfalls passt es noch nicht so ganz auf EU-Ebene. Gibt es ja das Proposal, das momentan diskutiert wird. Standards haben wir eigentlich auch gar keine zu KI. Da ist der DIN so ein bisschen rührig, der jetzt mit der Normungsroadmap voranschreitet. Datenschutz, Datensicherheit, also da sind ganz große Fragen und gerade auf der kommunalen Ebene gestaltet sich sowas dann immer ein bisschen schwierig, wenn man mal ran will an die KI. KI könnte gute Implikationen haben. Wir könnten unsere Servicequalität damit verbessern, ne? Gerade wenn man so ein Chatbot hat mit 24/7 Verfügbarkeit oder zum Beispiel auch Post einlesen in so einer zentralen Posteingangsstelle dann mit OCR, vielleicht noch so ein bisschen weiterleiten, ein bisschen clustern, schon einen Antwortvorschlag für den Sachbearbeiter. Da könnte man schon viel rausholen.
Ja, Mehrsprachigkeit natürlich ist ja in den anderen Branchen schon Usus. Barrierefreiheit könnte man fördern und Inklusion. Also da gibt es ja auch schon automatische Bildbeschreibung, zum Beispiel mit Metadaten oder Vorlesefunktionen, Voicebots, Gebärdenübersetzung. Gibt es jetzt einige Apps dazu, die auch in der Entwicklung noch sind. Oder man stellt sich vor, so Assistenzsysteme, zum Beispiel in der Pflege bei Demenz. Also da gibt es schon sehr interessante Sachen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann gerade so kommunal eben halt auch ziemliche Herausforderungen, ja, Daten, wo finden wir die, wo liegen die Silos, sagt man immer an der Stelle. Qualität ist ein bisschen schwierig, Aufbereitung haben wir natürlich bei der KI, da muss schon ein bisschen was gearbeitet werden, damit die dann auch so vorliegen, dass man sie verwenden kann. Wir haben eine hohe Komplexität und eine mangelnde Transparenz, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, jedenfalls dann, wenn sie gut funktioniert. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Diskriminierungspotenziale reinlaufen. Dann haben wir interner in der Verwaltung, die es uns so ein bisschen intern schwer machen, die vielleicht in anderen Branchen die Probleme, die gibt es da nicht so, also Vergaberecht zum Beispiel oder ja, dass wir immer noch klassisches Projektmanagement vor allen Dingen benutzen. Das bietet sich halt bei iterativen Verfahren, mit denen man künstliche Intelligenz einführen kann, nicht so an. Ist halt einfach nicht so locker. Ja, also Verträge und Abhängigkeit von Dienstleistern schwebt auch immer mal so umher. Wir haben halt das Wissen nicht so, die Expertise fehlt, das berühmte fehlende Querschnittsdenken, der kulturelle Wandel, den wir seit 20 Jahren oder so einfordern. Ja, und wir haben auch interne Verschiebung, dann Mensch-Maschine-Schnittstelle ist so ein bisschen das Stichwort. Akzeptanz, Ängste können auftauchen. Das korreliert natürlich auch wieder mit mangelndem Wissen und Expertise. Ja. Was ich an wichtigsten Handlungsanforderungen jetzt sehe, ist, dass wir aufgrund dieser hohen Komplexität und mangelnden Transparenz eben über Explainable AI nachdenken sollten. Also an welchen Stellen brauchen wir das? Zum Bürger hin, aber auch für uns. Wo brauchen wir erklärbare KI? Dann sollten wir aus meiner Sicht das Augenmerk auch auf Veränderungen von Arbeitsprozessen legen, nicht nur intern, sondern auch im Sinne unserer sozialen Verantwortung, die wir haben. Also es gibt ja dann auch viel Klickarbeit und Crowdarbeit, die sich durch KI-Verfahren ergibt. Und das aktive Einbeziehen der Stadtgesellschaft ist natürlich auch wichtig. Wir befinden uns manchmal da so in unserer eigenen Blase und schauen nicht genug raus, wie wir mit dem Bürger eben umgehen und den Unternehmen. Das wäre mir wichtig, dass das mal ein bisschen näher noch in die Diskussion kommt, wenn wir über KI sprechen. Also für mich ist, und damit schließe ich meine Vorträge eigentlich immer ganz gerne, KI ein Werkzeug und die Verantwortung bleibt eben bei Menschen und das ist das, was mir daran wichtig ist. Gut, die Frage ist, hat Tanja wieder eine Nachfrage, eine kurze? Ich hätte auch eine, aber Tanja erstmal. Ich hätte eine ganz kurze. Es gibt ja jetzt, weil Sie das eben sagten, es ist auch wichtig, dass die Leute mitgenommen werden. Das heißt, man muss das Thema denen auch begreiflich machen. Es gibt ja wunderbare Sachen wie zum Beispiel Elements of AI von der Universität Helsinki. Also das heißt also Online-Programme, wo sich zumindest diejenigen, die schon eine gewisse digitale Affinität haben, mit dem Thema näher auseinandersetzen können. Geht das so in die Richtung oder würden Sie sagen, das ist schon zu spezifisch ausgerichtet und man muss eigentlich viel niedrigschwelliger anfangen, um das Thema dann auch in die Breite und in die Verwaltung reinzubekommen. Ja, ich glaube, es gibt schon ein paar Lernangebote, den KI-Campus haben wir ja zum Beispiel auch. Also da gibt es schon einiges. Es ist halt die Frage immer, wie man es in die Breite treibt. Ne? Also sowohl in der Stadtverwaltung an sich, ne, die Mitarbeiter zu informieren, als auch die Menschen in der Stadtgesellschaft. Ich glaube, da können wir noch mehr machen. Wir sind in der KI-Umsetzung ja im kommunalen Umfeld noch sehr am Beginn. Also wir haben ja wirklich in der Praxis sehr viele Chatbots, muss man sagen. Und dann haben wir so ein paar Apps. Wir haben ein bisschen Bilderkennung. Also ich glaube, da kommen wir erst in den Bereich der Umsetzung. Das wird erst noch richtig relevant, aber man sollte da natürlich schon vorher schauen, dass man die Kenntnisse auch hat. Und ich denke, da gibt es schon ein paar gute Ansätze. Gut, Freien, ich denke mal, wir werden ja nachher vielleicht auch ein paar Fragen aus dem Auditorium noch haben oder auch untereinander, weil das so ähnlich wie bei Jan Sömli die Frage der Nachbarschaft, also im Kontext der Identitäten, wird es für mich auch interessieren, nochmal neben dem Inklusionsthema, das ist natürlich wirklich naheliegend und auch sehr vielfältig, Inklusion in der Stadt. Aber welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz auch in der Stadt, möglicherweise eben auch darüber hinaus? Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, weil Sie hatten auch das Thema Pflege ja eben angesprochen. Das ist natürlich eine total gute Überleitung zum dritten Impuls, bevor wir dann quasi frei diskutieren, nämlich zu Frau Dr. Horster.
Frau Dr. Horster ist, hatten wir schon kurz hier in der, im Vorfeld, als alle sich eingeloggt haben, auch, kommt aus der, auch aus der Informatik und hat sich war auch Unternehmerin des Jahres in der Stadt Dortmund. Ihre Vita lässt sich auch nachlesen. Was ich spannend fand, dass sie eben wirklich versucht hat, diese oder sich da lange mit beschäftigt, ausgehend aus Industrie 4.0 und IoT und Maschine zu Maschine, sich mit dem Sektor auch Pflege zu beschäftigen und da auch Assistenzsysteme entwickelt hat, die auch vielfach ausgezeichnet waren. Da bin ich auch schon sehr gespannt auf ihren Impuls, weil die Stadt ist natürlich auch die soziale Stadt. Es ist die Stadt der Generationen in einer älter werdenden Gesellschaft, in Schwierigkeiten von sozusagen auch von Dingen wie Pflege und Ambient Assisted Living, wo wir sozusagen vom Stadt ins Haus kommen, also von der intelligenten Stadt ins intelligente Haus und in die intelligenten Netzwerke. Deshalb Ihr Impuls, liebe Frau Dr. Horster, Sie haben das Wort. So, Audio ist ein. Bildschirm freigegeben. Alles klar. Gut. So. Ja, jetzt muss ich hier eben nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich, ich bin jetzt auch schon zum zweiten Mal dabei, finde ich auch ganz toll. Und ich möchte Ihnen etwas eben zum Gemeinwohl im Bereich der Pflege. Und Pflege, das können Sie sich vorstellen, das sind schon ganz, ganz sensible Daten und da muss man ganz, ganz besonders vorsichtig sein. Und ja, also wir haben damit auch ein bisschen zu kämpfen. Und ja, diese Assistenzsysteme, die sind natürlich auch vollgepackt mit KI. Und das muss man natürlich auch irgendwo erklären, weil manchmal kommen da ja ein bisschen ulkige Sachen raus. Und von daher Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen sind gerade bei Assistenzsystemen das A und O. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle, dass wirklich 3/4 aller Menschen, hört man mich gut im Übrigen, ich habe gerade so eine Meldung bekommen, dass ich, okay, also dass es nicht so toll ist, aber ja. Man sieht eben, 73% werden zu Hause versorgt und 27% in den Heimen. So, und wenn das so weitergeht, wie es weitergeht, dann und die Babyboomer kommen jetzt ins gewisse Alter, dann haben wir ja auch schon gehört, dass zurzeit schon 100.000 Pflegekräfte fehlen, dann ist klar, dass wir irgendwas machen müssen. Also so, wie wir es jetzt kuschelig haben, geht es nicht weiter. Wir sehen es auch durch Corona. Im Augenblick streiken ja die Uni-Hospitäler. Und das ist alles eine sehr schwierige Sache. Und unserer Meinung nach ist die einzige Lösung, dass man halt, wie gesagt, Pflege digitalisiert. Und das geht eigentlich sehr, sehr gut. Und das geht auch vertrauensvoll. Und darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. So. Genau. Und was ich sehr, sehr schön finde, der demografische Wandel nimmt auch zunehmend Eingang ja in diese ganze Smart-City-Geschichte. Es war am Anfang ja immer nur Mobilität und eben Verwaltung. Und mittlerweile hat man eben eingesehen, der demografische Wandel muss unbedingt mit rein. Und da ist auch die DIN gerade angesprochen worden. Es wird hier jetzt im Herbst eine neue DIN zu smarten Assistenten in den Quartieren geben. Das ist die DIN 91397. Und da hatte ich die große Freude, mitzuarbeiten. Und ich muss sagen, ich fand das mal sehr, sehr interessant, in so einem Prozess zu sein. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, also wir haben zu wenig Pflegepersonal. Aber es ist auch so, dass wir glauben, es wird auch eigentlich unbezahlbar, wenn wir das so weiterlaufen lassen, wie es ist. 75% aller Senioren in Seniorenheimen erhalten Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld. Und durchschnittlich ist die Zuwendung für jeden unterstützten Bewohner pro Jahr fast 20.000 Euro. Und die Gesamtkosten, die eben die öffentliche Hand für die Heimunterbringung ausgeben muss, liegt bei über 4 Milliarden Euro. Ich sage jetzt nicht, dass die Heime überflüssig sind, dass wir die gar nicht brauchen. So ist es natürlich nicht. Aber wir müssen uns wirklich überlegen, wie machen wir weiter. Und hier kommt meine kleine Kritik. Also irgendwie halte ich die Städte da für nicht sehr zukunftsfähig. Die drehen sich immer nur um ihre Verwaltungsprozesse, die sie digitalisieren und denken,
mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel Stadt Monheim, denken die immer nur an ihre eigenen Verwaltungsprozesse. Und das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich sollte die Stadt ja auch etwas für ihre Bürger tun. Und als kleine Bemerkung. Jetzt, was machen wir da? Das ist ja auch nochmal interessant. Gibt es einen kleinen Film jetzt? Also viele Leute glauben, dass wir Ältere mit der Technik nicht mehr zurechtkommen, aber das stimmt doch einfach gar nicht. Je älter ich werde, je häufiger vergesse ich auch zu trinken. Und es ist natürlich gut, wenn man dann erinnert wird, da meine Kinder weit weg sind und mich nicht erinnern können. Christel, du hast schon länger nichts mehr getrunken. Bitte trinke doch noch ein Glas. Das System spricht ja mit mir, ich bekomme Informationen und von daher gesehen ist es sehr einfach für mich. Und das nächste Problem ist, dass man schon mal fällt und dann in der Wohnung liegt und kein Mensch hilft einem. Das beruhigt mich sehr, dass es dieses System gibt, dass ich länger in meiner Wohnung bleiben kann. Es ist eine ganz einfache Sache, weil ich mich nicht groß drum kümmern muss. Es passiert einfach. Viele Menschen möchten wie Christel so lange wie möglich ein eigenständiges Leben führen. Die Idee für das Projekt wurde von der Firma Vivai Software und der Stadt Dortmund entwickelt. Kern der Technologie ist eine Plattform, Internet der Dinge, die mit unterschiedlichen unterstützenden Geräten verbunden ist. Dadurch erhalten ältere Menschen Leistungen, die ihre Lebensqualität verbessern, von der Gesundheitskontrolle bis hin zu Notrufsystemen. Die Plattform sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel aller Komponenten, sodass ältere Einwohner von beiden optimal profitieren können, der Sicherheit einer Vollzeitpflege und dem Komfort eines Zuhauses. Ja, so, jetzt haben wir ja über Vertrauen gesprochen. Was muss ich denn eigentlich tun, damit die Leute mir auch vertrauen und mir auch ihre sehr, sehr sensiblen Daten anvertrauen? Also erstmal ist nicht die Technik der Kern, sondern die Bedürfnisse. Wir brauchen Transparenz bei den Funktionen und Features. Dann haben wir, das haben Sie gesehen, ein komplett geschlossenes System mit eigener Hardware. Das hat auch etwas damit zu tun, wie ob es von den Krankenkassen bezahlt werden kann oder nicht, muss ich zugeben. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt bei uns. Dann haben wir ein IoT-Hub, der in Westeuropa gehostet wird. Das war sehr, sehr wichtig. Wir haben zwei wirklich Rechtsgutachten machen müssen. Und das war wirklich eine der Hauptforderungen, was eben auch sehr, sehr wichtig ist, eine Face-to-Face-Aufklärung, wobei man sagen muss, das ist schon etwas schwierig, wenn Sie Ü80 haben. Also da muss ich sagen, es trägt dann nicht immer zur vertrauensbildenden Maßnahme bei, weil die Leute dann eigentlich mehr verwirrt sind und unsicher. Also, aber es ist ein Must, wir müssen es tun und da tun wir auch. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, wir haben eine sichere Personendatenverarbeitung nach einem Regel- und Rollenkonzept. So ist der Bewohner, und das verstehen auch die alten Leute, wie willst du es denn haben? Welche Daten gehen an deine Tochter? Welche Daten gehen an den Notrufdienst? Welche Daten gehen an deinen Pflegedienst? Welche Daten darf dein Nachbar sehen? Darf der nur eine Ampel sehen? Oder wie hättest du es gerne? Das kann man sehr, sehr individuell eben zusammenschneiden, und so sind die Leute dann auch eigentlich ganz sicher, dass es das Richtige für sie ist. Juristisch mussten wir natürlich sehr, sehr viel tun, damit es eben wirklich DSGVO-konform ist, und es ist auch EKD, das ist die evangelische Kirche, weil wir sind da eben mit Sozialträgern unterwegs, und die katholische Kirche hat es inzwischen auch schon abgenickt, fehlt hier, sehe ich gerade. Ja, und wir haben einen Sprachassistenten, aber wie Sie alle wissen, können wir da Alexa oder Google nicht nehmen. Von daher muss man da auf Eigenentwicklung gehen. Aber auch das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Also ich beschäftige mich seit den 90er Jahren mit Sprachverarbeitung und habe das eben auch an der UC Berkeley damals begonnen. Hier nochmal die Use Cases, was ganz wichtig ist. Sicherheit ist wichtig, Unterhaltung und Spaß. Das ist auch sehr wichtig. Gerade in Corona haben wir halt gemerkt, ein Sprachassistent kann wirklich viel tun. Und ich möchte hier das PPI herausgreifen. Das ist die positive psychologische Intervention, das Dankbarkeitstagebuch, womit die älteren Menschen sich wirklich mit den positiven Dingen des Lebens mal beschäftigen können. Und das ist für einige Leute wirklich segensreich gewesen.
Erinnerungsfunktionen und das Weitere, das haben Sie ja im Film gesehen. Ja, wir haben viele, viele wundervolle Preise bekommen. Wir sind ISO-zertifiziert. Also ich denke, auch das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Und ja, sagt den Leuten, na gut, also die machen das wahrscheinlich richtig. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Horster. Wir sehen, dass dieses Spektrum sozusagen jetzt auch sehr breit ist von Identitäten, also granularen IT-Artefakte über die KI, die jetzt ja irgendwie auch bei Ihnen drin ist und jetzt hier in einem Anwendungsdomäne. Wir werden gleich überleiten, ja zu der auch zu nochmal zu einem vielleicht Zusammendenken dieser Themen. Eine Rückfrage hätte ich noch, ich weiß nicht, ob Tanja auch eine hat. Sie haben ja erwähnt, die Mitarbeit an der DIN 91397 digitale Quartiere. Deshalb würde mich interessieren, aus Ihrer Domäne, mit der Sie sich eng beschäftigt haben, Ambient Assisted Living, spielt da zum Beispiel nicht nur die Familie und der Notarzt oder die Benachrichtigung, sondern spielt eigentlich auch das Stadtquartier, die Stadtgesellschaft, die Heimatstadt. Gibt es da Übergangspunkte zu sicheren Freunden oder früheren Gefährten, die man beim Schachspiel oder beim Café in der Innenstadt getroffen hat? Weil dann, glaube ich, dieser Aspekt fehlt ja oft in den, also man sagt ja, wenn die Leute zu Hause bleiben, können sie in ihren eigenen Wohnwänden bleiben, ist erstmal positiv. Andererseits, viele sagen auch, sie wollen die Gemeinschaft in einem guten Altersheim ja auch nicht mehr missen, weil da andere Freundschaften entstehen. Wo sind die Übergangspunkte in dieses Thema Community und Stadtgesellschaft? Also da gibt es eine ganze Menge Übergangspunkte, denn wir haben das ja, also ich habe es Ihnen jetzt nicht gezeigt, aber Kommunikation mit anderen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der muss auch kommen. Es muss auch kommen, dass man halt auf eine einfache, sehr, sehr intuitive Art in diese Netzwerke reinkommt. Also sehr schwierig ist es bei Ü80. Bei U80 geht es dann schon wieder etwas besser. Aber alle wollen es möglichst sehr, sehr einfach haben. Und ja, also in der DIN-Spec, da ist genau drin, dass man halt Plattformen bauen muss, um die Nachbarschaft ja wirklich nochmal zu verbessern. Weil viele Kinder wohnen weit weg. Die Leute leiden wirklich stark unter Einsamkeit und da kann auch die Digitalisierung stark helfen. Und gerade eben einfachere Systeme, die im Quartier halt etabliert werden, können da auch eben bei leichten Arbeiten sehr stark helfen. Also wir haben zum Beispiel in Münster, arbeiten wir mit einem Verein zusammen, der nennt sich Antirost und das finden unsere Senioren total schön, weil also da haben sie auch mal einen Ansprechpartner und sie haben auch mal jemanden, der eben, weiß ich nicht, Kleinigkeiten für sie erledigt, ja, sei es mal eine Glühbirne reinschraubt etc. Also da kann man ganz, ganz viel machen und solche Assistenzsysteme, wir haben ja nicht nur viele verschiedene Sensoren, die wir zusammenpacken, sondern wir bauen ja auch damit ein gewisses Ökosystem und das ist sehr, sehr wichtig. Okay, vielen Dank. Der Punkt, den greifen wir bestimmt nachher nochmal auf, weil zum Beispiel diese Art von wer schraubt die Glühlampe rein, ist auch eine offene Frage. Wir haben mit vielen im ehrenamtlichen Bereich auch diskutiert. Da gibt es ja auch die Projekte aus Gütersloh mit Volumap und so weiter, wo es eben auch um kuratierte, vertrauenswürdige ehrenamtliche Partnerschaften gibt und so weiter. Und da merken wir, wie diese Systeme auch irgendwie zusammenpassen müssen. Ja, und deshalb für mich eine perfekte Überleitung zum letzten Impuls in unserem ersten Themenfeld, um dann hier auch die Diskussion zu öffnen für die von Ihnen, die hier auch mit zuhören und zuschauen und auch gerne dann die Fragen schon mal in den Chat auch zu formulieren. Und die Tanja und ich werden das auch mal monitoren. Wir kommen zu Ansgar Kückes, ein lieber Freund von mir, der immer sozusagen lange Zeit Sparringspartner war. Ich komme dann immer mit kommunalen Themen und er kommt als IT-Architekt um die Ecke und sagt, nee, das geht nicht oder das geht und so weiter. Und lieber Ansgar, also vielleicht du bist seit Jahren, arbeitest als Architekt eben in verschiedenen
IT-Dienstleistern, jetzt bei Red Hat, schon sehr lange, schon seit 5 Jahren. Und dich interessieren vor allen Dingen eben nicht nur die funktionalen Dinge, über die sich ja viele Menschen tolle Ideen ausdenken, Prototypen bauen, sondern du kommst sehr oft ja und sehr zu Recht immer die Frage, wer betreibt das eigentlich und wie betreibt man das eigentlich und was ist daran eigentlich zu beachten, wenn wir hier in das Thema der digitalen Stadtgesellschaft auch aus so einer betrieblichen, fast Ingenieurperspektive nochmal rein müssen. Du hast das Wort. Ja, danke schön, lieber Marco. Also ich hoffe, man kann mich hören. Ich glaube, du bist gemutet, das heißt, ich habe jetzt sozusagen freie Wahl und du kannst mir jetzt nicht dazwischen reden. Jetzt müssen wir noch sagen, ob ihr auch vielleicht die Präsentation seht, die ich hier mitgebracht habe. Kurzes Feedback, könnt ihr ja sehen? Ja, ist zu sehen, alles zu sehen. Ja, super. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen dran gehalten, habe gedacht, ich mache es euch jetzt mal einfach, gerade in Richtung Herausforderungen, Lösungsansätze, Erfahrungen und Handlungsanforderungen, also wohin geht die Reise denn eigentlich? Möchte in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, das ist natürlich ein heikles Thema, wo man sehr, sehr schnell tief abtaucht in diese Bereiche. Vor allen Dingen das Erste, was einem in Richtung Gemeinwohl ja in den Sinn kommt, wenn ich über Perspektive, Infrastruktur und Betrieb rede, ist ja eigentlich, also wie komme ich denn eigentlich zu einem vernünftigen Internet, wenn ich jetzt nicht mitten in einer Stadt wohne, sondern ein bisschen weiter draußen. Das ist eine der Hauptherausforderungen tatsächlich, mit denen wir so zu tun haben in diesem ganzen Umfeld. Und das hat natürlich auch viel mit Gemeinwohl zu tun, weil es ja nicht nur den Zugang zu den digitalen Produkten der Verwaltung ermöglicht, sondern also weil es generell in Richtung Lebensqualität geht, generell solchen Trends wie zum Beispiel der Landflucht einfach global entgegenwirkt und völlig neue Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Gerade im Rahmen der Pandemie haben wir das gemerkt, eben die digitalen Medien auch zu nutzen, um weniger unterwegs zu sein. Und was wiederum auch in dem Bereich von Klimaschutz und Umweltschutz geht. Aber ich möchte kurz mal sagen, also was eigentlich die wichtigsten Themen sind tatsächlich, also wenn wir jetzt mal in Richtung Gemeinwohl, also Digitalisierung im Zusammenhang mit Gemeinwohl gehen. Und ich denke, das Wichtigste ist erstmal dabei, dass man immer verstehen muss, dass es da keine Selbstverständlichkeiten gibt. Wir stehen immer noch vor der Grundherausforderung, dass wir uns überlegen müssen, welcher Stellenwert einem sicheren und wirtschaftlichen Betrieb denn eigentlich zukommt. Was meine ich damit? Wir denken, und das ist eigentlich zu Recht, sehr gerne daran, dass wir sagen, wir möchten etwas erreichen, wir möchten neue Fachverfahren in Betrieb setzen, wir möchten neue Leistungen, neue Services anbieten, neue Möglichkeiten auf der fachlichen Ebene, neue Angebote dort positionieren. Eigentlich so wie ein Start-up, was sagt, ich möchte jetzt so schnell wie möglich meine Geschäftsidee dort in Gang setzen und ich möchte gern, dass jeder die sofort nutzen kann. Und eigentlich, dass das Thema Betrieb und Infrastruktur, das ist eigentlich nachrangig. Also da nehme ich irgendwas, was schon da ist, versuche so schnell wie möglich da mein Angebot drauf zu positionieren und hoffe dann, dass das wird dann schon klappen. Aber am Anfang steht tatsächlich schon die Frage, also welchen Stellenwert kommt eigentlich einem sicheren wirtschaftlichen Betrieb zu? Also eine Frage, die ein Startup sich eigentlich nie stellen würde, weil das Startup wird sagen, ich muss diese Funktionalität zur Verfügung stellen, aber wie das jetzt passiert, das ist jetzt eigentlich nicht mein Thema. Die zweite Herausforderung ist, wie schafft man Akzeptanz? Das geht eigentlich in alle möglichen Bereiche hinein. Jetzt kann man sich fragen, ja, welche Rolle spielt dabei denn jetzt eigentlich der Betrieb? Weil Akzeptanz ist doch eigentlich, also wie einfach ist die Oberfläche zu bedienen, wie viele Kanäle bekomme ich dabei und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass im Betrieb dort die Grundlagen geschaffen werden, um all das, Performance, Usability, mehrere Kanäle, über die man zugreifen kann. Frau Dothausen hat es vorhin erwähnt, habe ich denn überhaupt in der Plattform zum Beispiel die Möglichkeit, mit Spracherkennung und Sprachsynthese zu arbeiten? Wird mir das als Basisdienst zur Verfügung gestellt und so weiter? Das muss die Plattform natürlich unterstützen und sie muss auch performant und vor allen Dingen auch resilient arbeiten. Das heißt, sie muss, wenn es tatsächlich mal zu Problemen kommt, sehr schnell wieder anlaufen oder möglichst eben überhaupt keine Lücken in der Nutzung mitbringen. Ja, und dann gibt es etwas, was eigentlich so ziemlich alle so beschäftigt, nämlich welches Betreibermodell ist eigentlich das Richtige? Gehe ich damit zu meinem kommunalen Rechenzentrum oder gehe ich damit lieber zu einem Hyperscaler? Kann ich das überhaupt? Darf ich das auch überhaupt? Unter welchen Bedingungen ist das gut? Und ja, was kostet das Ganze eigentlich? Ist es denn wirtschaftlicher, wenn ich das jetzt von einem großen Anbieter betreiben lasse und bringt der mir letztendlich auch die Flexibilität, die ich benötige? Oder ist es besser, also wenn das weiter mal so ganz plakativ gesagt beim Kämmerer
unterm Tisch als ein Server läuft, wo er jederzeit gegentreten kann, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert. Die möglichen Lösungsansätze, die sind eigentlich relativ generisch. Das überrascht einen vielleicht so ein bisschen, aber man glaubt nicht, also wie schwierig das manchmal ist, tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, um aus bisherigen Ansätzen zu lernen, was voraussetzt, dass man sich mit diesen Ansätzen überhaupt auseinandersetzt und daraufhin klare Ziele zu definieren. Wie gesagt, klingt irgendwie selbstverständlich, aber meine Beobachtung ist, dass genau diese Bereiche in vielen Feldern immer noch dem eigentlich nicht der richtige Stellenwert zugewiesen wird, die Ziele so zu definieren und so zu beschreiben, sodass man sie auch jemand anderen erklären kann, dass er das versteht und man dann eben auch sagen kann, okay, anscheinend habe ich einen Nerv getroffen oder eben auch nicht. Dann ein weiterer wichtiger Punkt in Richtung Lösungsansätze ist, Infrastruktur als eine übergreifende Aufgabe zu verstehen. Traditionell sind wir im Bereich von Gemeinwohl, ist eigentlich im Wesentlichen eine kommunale Aufgabe oder eine regionale Aufgabe, nicht so sehr eine Aufgabe jetzt unbedingt des Landes oder gar des Bundes. In diesen Bereichen sind wir heute eigentlich sehr, sehr fragmentiert. Das heißt, wenn wir ein bisschen genauer in die Infrastruktur hineinsehen, dann sehen wir das eigentlich, jede Kommune oder jede Region eigentlich dort versucht, ihre eigene Infrastruktur aufzusetzen, mit ihren eigenen Fachanwendungsherstellern unterwegs zu sein, auch die eigene Entscheidung zu treffen, was man denn jetzt eigentlich tatsächlich das Beste ist für meine kommunale Infrastruktur. Es ist insofern ein bisschen problematisch, weil wir in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Bereich der Bahn, wenn wir dort so agieren würden, wie wir das bei der IT machen, dann hätten wir jede Menge Bahnhebewerke, die versuchen, von unterschiedlichen Gleisbreiten und transportieren das nicht nur auf einer Länderebene, sondern tatsächlich sogar auf einer kommunalen Ebene. Das heißt also, wir leisten uns hier eine Redundanz, wir leisten uns hier eine scheinbare Flexibilität dabei, die am Ende, wenn man ein bisschen genauer hineinschaut, da eigentlich nicht so viel Sinn machen. Da gehen wir jetzt bei OZG in eine bestimmte Richtung, muss man nochmal sehen, ob das jetzt in allen Fällen so die richtige ist. Aber wir sind in Bewegung. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Ja, und dann als letzten Punkt, ich habe mal aufgeschrieben, Silos aufbrechen. Warum das? Weil wir auch ein kulturelles Problem haben, so wie wir an IT rangehen und an Betrieb rangehen. Wir gehen gerne dahin und sagen, okay, wenn ich Betrieb habe, dann habe ich klar aufgeteilte Abteilungen, die für bestimmte Dinge zuständig sind, die aber häufig gar nicht wissen, was die jeweilige andere Abteilung macht und die ganz im Gegenteil eigentlich eher darauf ausgerichtet, sogar die Kommunikation zwischen den Abteilungen aktiv zu verhindern, damit der Einfluss der jeweiligen Abteilung auf die eigene Abteilung am Ende nicht überhand nimmt. Das ist gut, wenn es darum geht, einen klar abgegrenzten Aufgabenbereich eigenständig zu erledigen. Das ist schlecht, wenn man merkt, dass man eigentlich auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet und auch in diesen verschiedenen Abteilungen letztendlich sich darüber unterhalten muss, wie denn man eigentlich sich unter Umständen auch schrittweise, auch das haben wir gehört heute, nicht nur eben einem klassischen Projekt vorgehen, sondern auch mit einem iterativen Projekt vorgehen, sich einem Ziel anzunähern. Was sind die grundsätzlichen Erfahrungen der Kenntnisse? Man kann eigentlich durch die Bank sagen, also der Aufwand zum Aufbau einer IT-Plattform wird regelmäßig unterschätzt. Das heißt, man konzentriert sich eher darauf und sagt, ja, ich brauche das Fachverfahren, ich muss das Fachverfahren gut umsetzen, ich muss den Bedarf dort richtig einschätzen und richtig erkennen, das ist alles richtig. Aber wenn man sich mal so den Zeitplan in den Projekten anschaut, dann sieht man eigentlich sogar immer häufiger, also dass der Aufbau der Plattform erstmal das Projekt extrem verzögert, bis man überhaupt dahin kommt, über die erste Fachverfahren oder die ersten Dienste dort in Betrieb zu setzen. Und dann ein zweiter Punkt, Standardisierung ist unverzichtbar. Das heißt, sich jetzt jeweils immer was Neues auszudenken dabei, bedeutet, dass man in so einer Art zehn Bereich hineinkommt, wo der Aufwand und die Probleme exponentiell wachsen und man damit automatisiert in Probleme hineinkommt, die sich am Ende gar nicht mehr lösen lassen. Und dann gibt es drei Bereiche, die immer wichtiger werden. Digitale Souveränität, IT-Sicherheit und Datenschutz. Warum das? Digitale Souveränität erstmal deswegen, weil wir erkannt haben, insbesondere im Rahmen der globalen Entwicklung, dass wir jetzt nicht notwendigerweise gleich sagen können, okay, wir gehen jetzt einfach mal auf die Alibaba Cloud oder wir packen jetzt alles mal irgendwie auf einen Hyperscaler mit drauf, sondern wir müssen erstmal an unsere Rahmenbedingungen nachschauen und gucken, ob das, was wir dort tun, für die Zukunft eigentlich noch Handlungsfähigkeit und Handlungssouveränität ermöglicht. Da müssen wir mal schauen, was wir darunter tatsächlich verstehen. Das ist alles noch ein bisschen im Fluss und wie man das so angeht.
kommen wir vielleicht im Laufe der Diskussion nochmal mit drauf, aber digitale Souveränität ist eine neu erkannte Idee aus staatlicher Handlungssicht, dass man erkannt hat, also dass wir nicht nur im Rahmen unserer Geldpolitik, im Rahmen unserer Steuerpolitik, im Rahmen unserer Gesundheitspolitik und der inneren Sicherheit eine gewisse Souveränität bedeuten, sondern auch im Bereich des Digitalen. Dann, wir hören das immer wieder in neuen Schreckensnachrichten, also dass die Sicherheit gerne mal ignoriert, jedenfalls in den Zeiten zwischen den jeweiligen Sicherheitsvorfällen, ein immer größeres Problem darstellt, schlicht und einfach deswegen, weil im Zuge der weitergehenden Digitalisierung natürlich auch die Angriffsfläche wächst. Und wenn das eine sich über den Jahr entwickelt, dann passiert das auch bei dem anderen. Und wir haben auch festgestellt, also dass sowas wie Ransomware oder auch staatlich organisierte Angriffe inzwischen einen extremen Aufwand mit sich bringen, wo wir einen entsprechend hohen Gegenaufwand und Gegenwissen und Fähigkeiten eben entgegenstellen müssen. Und da muss man leider sagen, dass erschreckenderweise wir ganz offensichtlich in diesen Bereichen nicht wirklich Schritte halten können. Und ja, das Thema Datenschutz ist ja eigentlich ein uraltes Thema, insbesondere aus der informationellen Selbstbestimmung heraus. Datenschutz wird auch gerne gesehen als ein Problempunkt oder ein Hindernis, was die schnelle Umsetzung verhindert, weil man ja Regularien beachten muss, also die keinen direkten Nutzen bringen, sondern eigentlich eher so das Ganze in die Länge ziehen und schlecht gemacht eben auch bei der Akzeptanz ein Problem sein können. Nichtsdestotrotz, je mehr wir digitalisieren, desto mehr merken wir, dass die Digitalisierung am Ende überall Einfluss nimmt in unseren in Lebensbereichen, in denen man das früher vielleicht nie für möglich gehalten hat. Und wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, da kommt man automatisch zu dem Schluss, dass wenn die Digitalisierung letztendlich unsere Lebensbereiche alle umfasst und durchdringt und letztendlich auch bis zu einem gewissen Grad bestimmt, dass dann Datenschutz ein immer wichtigeres Thema wird und nicht ein immer, sagen wir mal, leidigeres Thema. Ja, und so komme ich dann jetzt mal zu den Handlungsanforderungen. Betrieb, genauer gesagt DevOps. DevOps ist auch wieder eine kulturelle Frage, eben nicht nur die Operations, sondern auch die ganze Entwicklung sozusagen als Einheit zu sehen, als einen wichtigen Faktor zu identifizieren. Die Rahmenbedingungen, unter denen ich meine Lösungsmodelle dann entwickle, auch klar zu definieren, dazu gehören unter anderem auch digitale Souveränität, IT-Sicherheit und das Thema Datenschutz, aber eben auch Akzeptanz und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Ja, und last but not least, auch darüber nachzudenken, ob Organisationsform und Kultur uns an dieser Stelle nicht weiterbringen, im Zusammenhang auch mit Betrieb, auch mit IT-Infrastrukturen, darüber nachzudenken, dort ein bisschen durchlässiger zu werden, Silos aufzubrechen, mehr Mut auch in Richtung Community, auch in Richtung Entwicklung, die aus Open Source oder in Open Source ähnlichen Formen dort passieren, auch zugrunde zu legen, um, ja, wie soll ich sagen, eben, wir haben es vorhin gehört, auch mehr Spaß miteinander zu haben und nicht nur fokussiert sozusagen, also wie derjenige, der dann auf ein Problem schaut und gar nicht mehr so richtig weiß, was links und rechts passiert, dort sich zu sehr auf eine Sache konzentriert und dann das große Ganze aus dem Blick hält. Ja, damit wäre ich mit meinem Impuls durch und ja, freue mich auf die Diskussion. Ansgar, vielen Dank. Ich finde es spannend, weil jetzt ich merke, dass wir ja eigentlich einen sehr schönen Rückbezug haben auf das, womit wir eingangs gestartet sind von Jan Sömli. Weil mich würde die Frage an dich als erstes schon mal stellen, wenn wir hören, dass wir einerseits Komponenten haben, die wir, sagen wir mal, als generische Bausteine, ob jetzt sichere digitale Identitäten oder auch fachbezogene Plattformen, da werden wir ja generischer und größer. Und gleichzeitig reden wir ja über, du hast es genannt, das Fragmentierte, ne? Und wir haben ja bewusst auch in so einer Halbüberschrift das Thema auch Abgrenzung, also digitale Stadtmauern. Wie kriegen wir eigentlich das, was wir an gemein, sozusagen vertrauensbasierten sozialen Bausteinen kennen, die grenzen sich durchaus ab, die sind Gemeinschaften. Und andererseits sagen wir hier, wir brauchen im Prinzip diese ganze Fragmente nicht mehr. Sind wir denn alle, laufen wir alle in eine Plattform, wo in der Tat der Nachbar, so wie es Jan hier gesagt hat, eigentlich, ob der am Ende des Globus wohnt oder hier wirklich in der Nachbarschaft, im Quartier, um sozusagen das von Frau Dr. Horster nochmal, die DIN nochmal mit reinzubringen. Mich interessiert jetzt mal als Laie auch an dich die erste Frage. Wie passen hier Autonomie und Standardisierung, große Plattformen und Souveränität auch im Kleinen? Also digitale Souveränität ist ja nicht nur ein Begriff von Europa, sondern gibt es digitale Souveränität auch im Dorf?
oder in der Nachbarschaft? Wie versuchst du diesen Bogen zu spannen? Wie passt das alles zueinander, gerade aus einer betrieblichen Perspektive? Ja, das ist eine wunderbare Frage eigentlich. Also, weil sie zeigt ein bisschen auch, also dass wir tatsächlich das Thema IT und das Thema Betrieb, dass wir das ein bisschen loslösen müssen von den eigentlichen fachlichen Themen, weil einer der Zauberworte sozusagen in diesem ganzen Umfeld heißt Mandantenfähigkeit. Wenn ich zum Beispiel mal betrachte, wie unser Verkehrs- und Straßensystem so organisiert ist, ich hatte das ja vorhin schon mal eingangs mal so als Beispiel genannt. Also wir sagen jetzt nicht nur, weil es Autobahnen gibt, haben wir jetzt keine regionalen Möglichkeiten mehr zu gestalten oder weil es Bundesstraßen gibt oder Ähnliches, sondern es gibt bestimmte Zuständigkeiten für bestimmte Arten von Infrastruktur, die in bestimmten Bereichen benötigt wird. Und bei all dem, was wir uns an Grundlagen geben, die überall gelten, wie zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung oder die Schildersysteme, die wir haben, die wir europaweit standardisiert haben oder Ähnliches, spielt das am Ende keine Rolle, weil diese Standards, die wir gesetzt haben, lassen uns genügend Raum, um genau das, was letztendlich regional wichtig ist, und das gilt insbesondere auch für die Themen, über die wir uns gerade unterhalten, die müssen in Bereichen gelöst werden, die individuell, die regional, die kommunal durchaus sehr unterschiedlich sein können. Es gibt reiche Kommunen, es gibt ärmere Kommunen, es gibt Kommunen, die in völlig unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Und zu Recht sagen viele Experten, die gerade so in den Kommunen dort unterwegs sind, nein, wir müssen die Möglichkeit haben, hier an dieser Stelle mit Menschen zu reden, Feedback zu bekommen und unsere Erkenntnisse dort individuell einbringen zu können. Die Aussage oder die Erkenntnis, die jetzt dahinter steht, ist, dass das IT damit gar nicht so viel zu tun hat oder genauer gesagt eigentlich gar nicht so viel zu tun haben muss, wenn die IT richtig gemacht ist, sodass sie eher enabled, als dass sie Einschränkungen mit sich bringt, um dann der Gestaltung sozusagen Möglichkeiten zu geben, aber nicht so, dass man dann alles von vorne erfinden muss und alles immer neu machen muss, sondern dass man eben auf sichere, gut strukturierte Basistechnologien aufsetzen kann, die man so nutzt, dass man es versteht und nicht zum IT-Experten werden muss, der bis in die Tiefe dann sieht, okay, ich muss jetzt alles genau, schon der Unterschied zwischen den Betriebssystemen, die dann am Ende, das interessiert niemanden, sondern man möchte am Ende etwas haben, mit dem man vernünftig arbeiten kann. Man möchte mit einer Applikation so arbeiten, wie man es gerne möchte. Und auch nicht, die Applikationen, die müssen jetzt nicht alle so aussehen wie eine Handy-App. Ja, das ist auch immer so ein Thema. Nur weil ich den ganzen Tag mit einer Handy-App arbeite, muss es jetzt nicht so sein, dass ich auf dem PC oder auf dem Kiosk oder wo auch immer ich unterwegs bin, dann eine Handy-App vor mir habe, die bloß eben größer ist, um da drauf zu gehen. Wir hatten das vorhin auch schon mal gehört, solche Kanäle wie zum Beispiel Sprache sind gerade dort, wo ich gar nicht die Fähigkeiten und die Möglichkeiten habe, mit Endgeräten zu arbeiten. Einfach ein Segen. Ich kann mit dem digitalen Assistenten sprechen und der antwortet mir. Ja, aber dieses Thema, ich würde mal zu Jan, ich wollte sowieso Jan zu dir schalten, du hast dich auch gemeldet, deshalb auch die anderen sollen sich ruhig in die Diskussion einbringen. Zu dir nochmal das Thema bis hin zu Self-Sovereign Identity. Also wir haben ja eine Souveränität an der Stelle sogar in der Person. Es ist ja das Gegenteil. Und auf der anderen Seite reden wir über die Souveränität von Staaten oder von Europa oder von Plattformen oder Abkopplung von den Hyperscalern oder so etwas. Wie würdest du dieses Spannungsfeld begreifen? Und mich interessiert natürlich die Frage, wo ist die Kommune da? Ist die Kommune ein Klon, ein Mandant, der überall gleich funktioniert? Oder wie souverän ist die Kommune eigentlich noch vor dem Hintergrund auch der Plattformtechnologien? Also wie wäre dein Antwortkorridor? Ja, vielen Dank, Marco. Ich würde tatsächlich gerne ganz kurz nochmal auf die Frage eingehen, sozusagen, oder auf das, was auch Herr Krückes gerade gesagt hat. Und zwar, ich fand diese Schienenmetapher vorhin ganz gut. Also diese Frage, brauchen wir quasi Standardisierung entlang allen regionalen oder also entlang allen Kommunen und so weiter? Naja, ich glaube, es ist halt sinnvoll, wenn man so bestimmte Grundinfrastruktur hat, die halt ein Stück weit so weit wenigstens standardisiert ist, dass ich halt weiß, ich kann darauf jetzt dann regionale Applikationen sinnvoll laufen lassen, die dann auch den bestimmten konkreten Gegebenheiten eben entsprechen. Und gerade wenn wir das, ich glaube, Frau Dr. Horst, ich glaube, Sie waren es gewesen, die es gesagt haben, man möchte ja, die Angehörigen wohnen mittlerweile auch schon gar nicht mehr an dem gleichen Ort und so weiter. Man möchte ja vielleicht auch, dass man Dienste, die man aus dem einen Ort kennt, eben zum Teil auch in einem anderen Ort irgendwie kennen kann oder also kennt oder zumindest halt auch dort gewisse
Interoperabilität eben haben kann. Und ich glaube, dafür braucht man schon so eine gewisse Grundstandardisierung, zumindest sage ich mal auf der Schienenebene. Und was wir da drauf dann für Züge fahren lassen, können wir, glaube ich, sehr lokal sozusagen entscheiden und dann die dann auch anpassen. Ja, manchmal fahren sie vielleicht ein bisschen schneller oder manchmal ein bisschen leiser oder so, aber ne, ich glaube, wir kriegen das Bild, genau. Dann Marco, auf das, was du gerade noch gefragt hast mit der Souveränität, Self-Sovereign Identity und so weiter. Im Prinzip haben ja, glaube ich, sozusagen Organisationen oder vielleicht sogar Länder und Staaten ein bisschen andere Ansprüche an das Thema Souveränität als der einzelne Mensch. Ich glaube, Souveränität für den einzelnen Menschen ist einfach dieser Begriff Selbstbestimmtheit. Also ich kann selbst ein Stück weit entscheiden, welche IT oder welche Apps oder welche Anbieter oder was immer ich eben nutze und bin auch ein Stück weit entkoppelt von diesen Unternehmen. Und das ist auch in dem Bereich Self-Sovereign Identity, wenn man das so richtig weit tief durchzieht, dann bedeutet das sogar, ich kann mir selbst meine eigene Identität ausstellen. Ja, das wird dann erfahrungsgemäß für wenige Anwendungsbereiche ausreichen in Deutschland. Das muss man halt sagen, weil viele Anwendungsbereiche sind reguliert, aber so die Grundidee, ja, dass ich kann mir selbst was ausstellen und ich kann selber tatsächlich da handeln und bin letztlich in meinem Handeln möglichst wenig abhängig von anderen. Auf Staatenebene ist das dann, glaube ich, so ein Stück weit schon natürlich so, wenn sich jetzt halt ein Staat entscheidet, dass Identity komplett von einem großen Unternehmen oder wenn irgendeine andere Dienstleistung komplett von einem großen Unternehmen durchgelöst wird, dann sind die natürlich auch ein Stück weit, ist man da auch wohl und wehe einfach diesem Unternehmen eben dann ausgeliefert. Ne? Also wenn, und selbst wenn man heute gutes Vertrauen in ein Unternehmen hat, wissen wir, dass das nicht zwangsläufig für immer bestehen muss. Also ich würde sagen, es ist ein Spannungsfeld. Ich glaube, es widerspricht sich nicht gegenseitig. Also ich glaube, Souveränität von Menschen steht nicht in irgendeiner Form im Widerspruch zur Souveränität von Staaten. Also du hast ein gutes Beispiel, Marco, wäre ich neugierig. Aber es sind halt ein bisschen andere Fragestellungen dort. Die Fokussierung war ja bei mir in der Mitte, nämlich welche Souveränität haben wir eigentlich in der Kommune? Da kommen wir ja auch heute in dem zweiten Fragenblock nochmal dazu, weil das ein guter Übergangspunkt ist. Und Andreas Schreiber, der nachher mit im zweiten Block sein wird, der ist nämlich gerade auch, wird er vielleicht nachher nochmal sagen, auch letzte Woche betroffen gewesen von dem Thema Cyber Security und so weiter. Also da stellt sich mir auch aus einer betrieblichen Ebene die Frage, bin ich überhaupt handlungsfähig, wenn ich eigentlich ausgenockt bin? Und was muss ich eigentlich, also deshalb ist für mich nicht nur das SSI oder das Ich bin der Souverän als Person, und ich bin souverän in Deutschland und Europa, sondern wir haben eine tausendjährige Geschichte von Städten, ja, und die sind natürlich auch souverän. Und da stellen sich auch die Fragen, sind die alle Mandanten ihres komischen Bundeslandes oder sind sie souverän in ihrer Stadt, in ihrer, sagen wir mal, als Kommune in Europa und können sie möglicherweise auch digital souveräne Applikationen entwickeln, gemeinschaftlich? Das werden wir ja in der zweiten Fragestellung diskutieren mit den, sagen wir mal, auch eher aus einer rechtlichen oder aus einer verfassungsrechtlichen, vielleicht sogar Perspektive. Aber bei Andreas Schreiber stellt sich mir schon die Frage, deshalb, Andreas, würde ich dich gerne hier mal reinnehmen, weil du warst hart betroffen von dem Thema Souveränität. Vielleicht kannst du auch nochmal sogar den Übergang bringen aus der zweiten Runde hier nochmal an die Referenten, ein Statement oder auch eine Nachfrage zu stellen. Also erstmal, wir sind betroffen, ähnlich wie Anhalt-Bitterfeld oder die Stadt Witten. Da hat es uns leider auch in Schwerin erwischt und im Landkreis Ludwigslust-Parchim eine Cyberattacke auf ein kommunales Rechenzentrum. Mehr möchte ich dazu inhaltlich erstmal noch nicht sagen, weil die Ermittlungsaktivitäten von Polizei und so weiter laufen natürlich. Aber digitale Souveränität, mehr Konzentration, das wird nachher auch in dem Vortrag bei mir nochmal oder bei dem Statement klar, kann natürlich auch zu Schwerpunkten führen. Und wenn ich konzentriere, dann sind gleich mehr Kommunen betroffen, als wenn ich nur eine kleine Amtsverwaltung mit 20 Mitarbeiterinnen eine Cyberattacke mache. Aber so wie es im ersten auch schon angespielt oder angedeutet wurde, die ganzen Herausforderungen, die zwingen uns eigentlich letztendlich zu noch mehr Konzentration. Und ja, es ist nachher so ein Spiel zwischen IT-Sicherheit und Usability-Sachbearbeiter. Also was können wir den Leuten noch freigeben in der Verwaltung? Was können die einfach eigentlich mit den Computern noch machen? Wie viel Spaß macht die Arbeit mit der Technik noch? Wie viel Spaß macht die Arbeit mit der digitalen Technik? Und da müssen wir einen guten Mittelweg finden, dass wir natürlich die Sicherheit, die wir in der Papierwelt nie hatten, wenn dort das Gebäude abgefackelt wurde oder das Haus eingestürzt ist, dann habe ich auch keine Papierunterlagen mehr. Insofern versuchen wir natürlich jetzt in der digitalen Welt eine höhere Sicherheit zu ermöglichen. Und die ist de facto nicht gegeben. Da ist niemand vorgefeilt. Jetzt heute kam wieder die Nachricht, Mediamarkt Saturn selbst in der Wirtschaft betroffen. Dem müssen wir uns einfach stellen.
da müssen wir offen und ehrlich alle mit umgehen und sagen, ja, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, die gab es nie, die wird es auch nie geben. Ich glaube, um das direkt mal aufzugreifen, weil Ansgar Kückes hat das eben auch schon gesagt, ich glaube, eine Thematik ist ja auch die, dass wenn eine Lösung entwickelt wird, dass man eben halt auch dann den langfristigen Betrieb mitdenken muss. Und da sind eben halt genau die Fragen, wie kann ich den dann halt so sicherstellen, dass es eben halt eine gewisse Performance nicht nur gibt, sondern halt auch eine gewisse Resilienz gegenüber entsprechenden Angriffen. Und das ist etwas, was zuweilen ja dann auch schon ein bisschen zu kurz kommt. Wir haben jetzt noch eine Frage von der Frau Ehlers im Chat, sehe ich gerade. Die würde ich vielleicht noch vorziehen, bevor wir dann überleiten zum nächsten Part. Frau Ehlers, möchten Sie vielleicht auch direkt sich dazu äußern? Aber gerne. Es ist vielleicht weniger eine direkte Frage als ein Kommentar. Ich habe nämlich in meinem beruflichen Umfeld erstens mit digitaler Raumplanung zu tun, aber in einem zweiten auch mit allem, was mit Quantenkommunikation und unserer zukünftigen Datensicherheit zu tun hat, die ja auch auf kommunaler Ebene, auf staatlicher Ebene durchschlägt. Und dann natürlich auch der Begriff der Souveränität in Bezug auf die Gerätschaften, die wir verwenden. Wie sicher bin ich, wenn meine Gerätschaften, meine Software, meine Algorithmen aus einem Staat kommen, der ein Wertesystem hat, das dem europäischen nicht entspricht. Oder vielleicht sogar aus einem System kommt, das auch keinen demokratischen Werten mehr entspricht. Ja, das ist ein hervorragender Hinweis, der auch wirklich gut auch zu dem zweiten Part passt. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir jetzt da erstmal mit beginnen und dann nachher dann auch wieder, wie wir das eben auch schon gemacht haben, so ein bisschen verzahnt auch entsprechend diskutieren, weil die Themen ja nun wirklich auch viele, viele Schnittstellen zueinander haben. Wir wollen uns nämlich im zweiten Thema sozusagen unserer Session der Neustadt, also der Stadt als Gesamtkonzept widmen. In den letzten Jahren hat sich eigentlich eine eher integrative, eher übergreifende Sicht durchgesetzt, sicherlich nicht in allen Bereichen. Frau Horster hat ja eben auch schon einen Kritikpunkt da angemeldet. Aber es geht doch jetzt eigentlich mehr, dass man die Stadt so auch im Sinne der Stadtentwicklung wahrnimmt. Das heißt also die Fachstrategien, die diversen, die es gibt, IT-Strategien, Fachstrategien, Gesamtstrategien im Sinne von der Digitalstrategie, auch die Themen der Verwaltungsmodernisierung, Open Government werden vermehrt, vernetzt oder verzahnt betrachtet. Dazu gibt es auch mittlerweile eine große Gemengelage an Förderprogrammen auf unterschiedlichster Ebene. Und da stellt sich natürlich dann auch immer die Frage, und das ist ja das, was wir bei der Diskussion jetzt eben auch schon mitbekommen haben, wie nachhaltig ist das, also im Sinne von, wie weit wird der Betrieb mitgedacht, wie weit wird die Nachnutzung mitgedacht, ist das nur viel Geld für einen relativ kurzen Zeitraum und danach versandet das Ganze wieder, wie sind die langfristigen Effekte, die sich in der Stadt, in der Region bemerkbar machen, sowohl bei den Verwaltungen, aber eben halt bei den Bürgerinnen und Bürgern und bei den Unternehmen in der Stadt und wie kann man das Ganze irgendwie sinnvoll miteinander verbinden. Und eine Frage ist natürlich dann auch die, wenn man dann uns anschaut, was in Asien läuft unter dem Begriff Smart City, da muss man natürlich ganz klar festhalten, das sind andere Smart Cities als die Smart Cities, die wir hier in Deutschland haben. Ich habe gerade ein Tor. Das sind andere Smart Cities als die Smart Cities, die wir hier in Deutschland haben. Das sind natürlich Smart Cities, die eher auf der grünen Wiese entstehen. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, das, was ich denn für die Smart City mir vorstelle, mit Sensoren, mit Ähnlichem einfach auszurichten und habe eben halt nicht, wie wir hier in Europa traditionellerweise, historische Stadtkerne, den Denkmalschutz, eine gewisse Kultur der Bürger, die mit ihrem Stadtkern verwurzelt sind und wo ich eben halt nicht von jetzt auf gleich mal ein ganzes Viertel abreißen kann und dann neu bauen kann. Und insofern ist da jetzt sehr viel Drive in dieser Diskussion. Und ich freue mich sehr, dass wir als ersten Referenten in dieser zweiten Session den Herrn Professor Christian Schachtner haben. Er ist Professor an der Internationalen Hochschule und dort für den Bereich Public Management der Studiengangsleiter und hat neben vielen, vielen anderen Themen auch einen Schwerpunkt im Bereich Smart Cities, Smart Regions und im Bereich New Work. Und ich würde jetzt einfach das Wort direkt an ihn übergeben und auch bitten, vielleicht noch aus seiner profunden Vita vielleicht das eine oder andere auch noch zu ergänzen. Ja, vielen Dank, Frau Klinz, für die Überleitung. Auch ich versuche, meinen Bildschirm zu teilen, damit wir auch sicher wissen, das funktioniert an der Stelle. Erste Frage natürlich auch hier, sind meine Folien zu sehen? Ich sehe einen Daumen nach oben. Sehr viel Dank. Vielen Dank.
Ja, ich möchte heute einen kurzen Impuls bringen zu dem Thema, das mir persönlich eigentlich sehr wichtig ist, was jetzt insbesondere eher eine größere Strategie als Digitalisierung als sich einen Schwerpunkt hat, sondern das Thema, wie beziehe ich eigentlich die Menschen, die wirklichen Zielgruppen quasi meiner Stadtgesellschaft, meiner auch Dorf- und Landbevölkerung wirklich mit ein in die Aktivitäten, die sozusagen ein Rathaus mit sich plant. Wir hatten schon das Thema heute, dass es eventuell schwierig ist, nur die verwaltungsinternen Prozesse zu digitalisieren und zu betrachten. An der Stelle, das nehme ich persönlich auch wahr. Ich bin seit 21 Jahren selbst kommunaler Praktiker und in verschiedensten Projektierungen miteinander zusammen. Und ich stelle jetzt heute Ihnen so ein bisschen was vor, was auch eines nahezu meiner wichtigsten Projekte der letzten 10 Jahre war, sozusagen wirklich eine Ehrenamtsstrategie zu verfassen, damit man also wirklich ein Auge-auf-Auge-Verhalten mit dem Bürger hat, um die Schritte abzuklären, die wirklich für die Gesellschaft wichtig sind. Was möchte ich kurz vorstellen an der ganzen Stelle? Und ich erkläre dann auch gleichzeitig, was die Bezüge zur Digitalisierung an der Stelle sind. Also ich glaube, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen im Alltag, gerade auf kommunaler, lokaler Ebene, sehr wichtig einzubeziehen sind, was jetzt vielleicht nochmal direkter einfach der Impuls sozusagen an der Gesellschaft an sich darstellt. Und man stellt sehr stark fest, dass es einerseits gesellschaftliche Verwerfungen gibt. Es gibt immer mehr Themen der Diversität, die es umzusetzen gilt. Und auch das Thema der gesellschaftlichen Zusammenhalts finden wir nicht überall mehr in jeder Region oder jedem Stadtteil, den wir so zusammen sozusagen erleben in unserem Alltag. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, diese Menschen wertzuschätzen, die wirklich für die gesellschaftlichen Belange mit Tatkraft tatsächlich bereit sind, sich einzubringen und tatsächlich neue Ideen auch quasi voranzubringen aus der Gesellschaft vor Ort heraus. Und hier, glaube ich, braucht es eine Perspektive von Management dahingehend, dass es heißt, wie steuere ich solche Projekte, wie kann ich diese Menschen gezielt fördern, welche Anreize kann ich schaffen, damit man also quasi vor Ort die Lebensverhältnisse besser sozusagen beeinflussen kann. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, zu wissen, dass man eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe organisieren muss. Das kann digital unterstützt sein. Da gibt es verschiedene elektronische Netzwerke, soziale Tools, die einfach quasi dieses Wir-Gefühl auch erleben, wie man quasi verschiedene Perspektiven auf ein Thema auch in der Stadtgesellschaft hat. Also weg vom grünen Tisch als Rathaus, wo ich behaupte, ich weiß, was ich tue, ich habe da einen rechtlich vorgegebenen Rahmen und so weiter. Mehr zuhören, mehr tatsächlich die Stimmen der Bevölkerung quasi mit einzubeziehen. Und dann versuchen, dies in Kooperationssystemen, in Netzwerken, in lokalen Kooperationsstellen zu bündeln und diese wirklich gezielt zu unterstützen als wirklich wesentliche Aufgabe regionaler Entwicklung. Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt, um Standortpolitik auch zu betreiben, was häufig gar nicht im Fokus des alltäglichen Handelns ist. Als Behörden, denke ich, müssen wir auch begreifen, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, der, glaube ich, häufig zu kurz kommt, ist, dass wir als öffentliche Verwaltung und eben auch als im weitesten Sinne Stadtkonzern, also auch Beteiligungen und solche Sachen, nicht alleine sind in der Beratung und in der Fürsorge eben für die Bevölkerung und für die Bürger, sondern es kommen auch gemeinnützige Unternehmen, NGOs, auch tatsächlich verschiedene politische Organisationen, die als Beratungsstellen im sozialen oder auch im weitesten Sinne gesellschaftsrelevanten Bereich Einfluss nehmen. Und da muss ich auch wissen, dass ich nicht immer die beste Beratungsstelle bin, sondern mich auch mal zurücknehmen muss und Kooperationen zum Beispiel mit Vereinen, mit Bürgergesellschaften und so weiter durchaus auch schließen kann, um verschiedene sozusagen Beratungen besser, intensiver und auch in einer Stimme sozusagen abgeben zu können. Also das ist auch die Frage des Serviceangebots, was sich gleichzeitig auf digitale Dienste zum Beispiel einschlägt. Nicht jeden Dienst muss ich selber betreiben. Ich kann auch zum Beispiel sagen, liebe NGO, ich helfe dir, den Service, den du in deiner täglichen Beratung hast, besser auszuorganisieren, indem ich dir sozusagen in einem Projekt sozusagen die Möglichkeit gebe, professionellere Strukturen zu erreichen, um dann gleichzeitig eben den Service dann auch zu übernehmen und langfristig in Absprachen sozusagen eine Qualitätssicherung hinzubekommen. Das bedeutet also aus meiner Sicht, wir müssen überlegen, wie kriege ich den größten Outcome in die Zivilgesellschaft,
muss ich es selber tun? Oder ist die Kooperationsvariante sozusagen die bessere Variante, um eben Projektstrukturen zu professionalisieren? Und ein schönes Projekt, das ich persönlich sehr unterstützenswert finde und auch tatsächlich mit einer Kommune gemeinschaftlich schon einen erfolgreichen Antrag gestellt habe, möchte ich hier an der Stelle kurz erwähnen. Das ist das Programm Engagierte Stadt. Das gibt es also auch für regionale, gemeindliche Ebenen. Es ist ein Projekt, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiiert hat, schon seit 2012 mit unterschiedlichsten Standorten in Deutschland operiert. Insgesamt auch mit verschiedenen Stiftungen als Trägerschaft organisiert, um den Fokusbereich zu haben. Viele wollen machen, viele sind aber nicht so organisiert, dass sie professionell zusammenarbeiten können, um da einen größeren Wirkungspunkt zu bereiten. Und deswegen ist der Schwerpunkt dieses Programms, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, schnell zu Ergebnissen zu kommen und auch nachhaltig die Kapazität zu haben, diese initiierten Projekte auch einzuleiten. Das bedeutet einerseits eine Art Vision, Ziele zu formulieren, die auch realistisch vor Ort erreichbar sind und auch insbesondere die vor Ort die unterschiedlichen Gruppierungen zu sondieren, um zu sagen, welche Gruppierung erreiche ich über welchen Weg und welche Gruppierung wird wann aktiv. Und das ist insbesondere auch bei digitalen Angeboten, glaube ich, sehr wichtig klar zu haben, wer sind die Leute, die mir sagen können, ob dieser Dienst gut funktioniert, ob das nutzerfreundlich ist, ob hier die Zielgruppe das erreichen wird. Das ist etwas, was sozusagen aus der Zielgruppe selbst kommen sollte. Und dementsprechend haben verschiedene Engagierte, ehrenamtlich Engagierte einen viel besseren Zugang, um hier auch empirisch nachweisen zu können, dass dieser Dienst sozusagen auch Anklang finden kann, ja, um dieses Thema zu erklären, worum es geht an der Stelle. Um zusammenzuarbeiten mit verschiedenen Akteuren, brauche ich ein sogenanntes Selbstverständnis. Das heißt, ich brauche eine gewisse Art und Weise, wo ich sagen würde, dieses Ziel erreichen wir in dieser Vorgehensweise und auch dieses Ziel trägt jeder mit. Und dieses Selbstverständnis soll ganz klar gegliedert werden und dieses Programm Engagierte Stadt unterstützt eben gemeinnützige Organisationsprojekte, um so ein Selbstverständnis zu generieren. Das ist aus meiner Sicht sehr wesentlich, hier sozusagen sehr viel Zeit zu investieren. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich sozusagen vorhabe, tatsächlich Ehrenamt mit einer strukturierten Agenda, mit systematischen Punkten zu unterstützen? Aus meiner Sicht, ich habe hier 6 Punkte mal aufgeführt, die für mich sehr wesentlich sind und davon 3 essentiell. Ich brauche einerseits Knotenpunkte, wo sich also Ehrenamtliche physisch treffen, wo ich also sensibilisiere, erkläre, wie kann ich tatsächlich unterstützende Maßnahmen als Rathaus leisten, physisch oder eben digital an der Stelle und muss daran Ankerplätze schaffen. Ankerplätze, wo es immer wieder Orte der Begegnung gibt, entweder im Internet, Orte physischer Natur, im Rathaus, Sprechstunden, Innovationshubs zum Beispiel, wo ich aufkläre, welche Tätigkeiten ich als öffentliche Kommune mache, welche Serviceangebote ich digital und analog biete, um sogenanntes Vertrauen, um in verschiedenen Coworking-Angelegenheiten auch herauszufinden, bin ich auf dem richtigen Weg und kann gleichzeitig evaluieren, klappt es auch in der Zusammenarbeit. Und so entsteht langfristig, und das ist der letzte Punkt, der auch wichtig ist, eine sogenannte Marke, indem ich Identifikation schaffe und immer wieder Aktivitäten, die ich gemeinnützig plane, in verschiedensten Projekten einfließen zu lassen und in allen digitalen Dienstleistungen, die bürgerorientiert sind oder im Bürgerdialog auch mitgestaltet werden können, auch diese Marke zu platzieren, damit man langfristig sieht, in verschiedensten Projekten ist die Stadt engagiert, quasi um mit den Bürgern gemeinschaftlich das Beste herauszuholen und wirklich aktive Standortpolitik zu betreiben. Und diese Zeichen an der Stelle, das ist auch mein letzter Satz, ich weiß, da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen drüber an der Stelle, sind mir persönlich sehr wichtig, dass die möglichst flächendeckend in unterschiedlichen Regionen entstehen, um so auch wieder einen überregionalen Netzwerkcharakter herbeizuführen, um eben dieses Thema strukturiertes Projektmanagement im ehrenamtlichen Bereich, in der Ehrenamtsagenda voranzutreiben. Ja, vielen Dank für die Zeit an der Stelle. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich glaube, gerade diese Struktur im Ehrenamt, also in der Ehrenamtsbetreuung, ist etwas, was ein sehr wichtiges Thema ist, weil die Kommunen treibt natürlich auch immer die Frage um, zum einen, wie kann ich die Leute adressieren? Das heißt, wie kann ich sie wirklich abholen? Wie kann ich sie einbinden? Und immer natürlich nicht nur immer den Kreis derer, die sowieso motiviert sind, sondern das sozusagen konzentrisch langsam auszuweiten, finde ich sehr spannend. Und ich finde es auch spannend, dass es wirklich auch über die einzelnen Fachdisziplinen hinausgedacht wird, weil sonst habe ich natürlich immer dann in meinem Museumsbereich, in meinem Jugendbereich, in meinem so und so Bereich
und häufig dann auch ähnliche Personen. Also von daher sehr spannend. Gibt es dazu direkt schon eine Frage? Da möchte ich noch einmal die vorletzte Folie sehen. Vielleicht können wir den Blick noch mal gewähren und dann auch mit einer Frage verbinden. Sonst würde ich gleich direkt auch dann anschließend an Marco überleiten nochmal. Ja, ich glaube, dir zuckt es auch schon, wenn ich es gerade gesehen habe. Ich habe auch nochmal gezuckt. Christian, vielleicht kannst du, wenn du die vorletzte Folie nochmal auflegst, das war ja gewünscht, machen wir natürlich gerne. Wir sind ja hier ganz sozusagen interaktiv. Und vielleicht will Frau Borbe jetzt nicht nur sehen, sondern auch was fragen. Frau Borbe, dann machen Sie sich einfach kurz an. Ansonsten habe ich auch gleich nochmal eine Frage, bevor ich überleite. Nee, okay. Sozusagen hat noch keine Frage. Deshalb von mir, dann ist sozusagen zum, vielleicht während die Folie nochmal steht, eher auf der Tonspur, Christian. Das war jetzt alles, jetzt bin ich jetzt mal ein bisschen frech, das war jetzt schon alles schlüssig, alles super, alles, aber mich interessiert jetzt natürlich nochmal der Bezug zu unserem ersten Panel, ja, also Ehrenamt, Engagement, Leidenschaft, Motivation, auch Solidarität, alles tolle Dinge, darum geht es uns ja genau auch in dem Gemeinwesen. Aber wie ist das jetzt elektronifizierbar? Ja? Wo sind jetzt die Übergangspunkte zu dem Thema Identitäten, zu dem Thema Plattformen, zu dem Thema, also jenseits von Facebook, wie organisiert man das eigentlich technisch, diese Communities, Subcommunities, Gefährtengemeinschaften, Hilfsangebote? Also da bist du jetzt nochmal zwei Sätze schuldig, hier nochmal die technische Spur bis zum Betrieb reinzubringen von Ansgar Kückes. Also versuch doch nochmal diesen Übergang auch genau zu dem ersten Block darzustellen, weil aus meiner Sicht ist hier alles drin, was wir diskutiert haben. Ja, gerne, Marco. Also an der einen oder anderen Stelle hatte ich schon kurz soziale Netzwerke erwähnt. Das heißt, eigentlich ist tatsächlich ein wirklich aus verschiedensten Städten, die dieses engagierte Stadtprogramm tatsächlich durchlaufen, der erste Auftrag, schaffe eben diese Ankerplätze auch im virtuellen Bereich. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, ein eigenes soziales Netzwerk zu schaffen, um einen virtuellen Marktplatz zu etablieren, wo sich dann diese verschiedenen Träger, ja, also wirklich von Caritas bis hin zu Organisationseinrichtungen im Verbraucherschutz zum Beispiel präsentieren können, welche Projekte, diese zum Beispiel für die Bürgerschaft auch machen können, ja. Also in einem wirklich durch die Stadt gehosteten sozialen Plattformbereich, in dem man da die Möglichkeit der Interaktion, der Ideenschaffung, verschiedenste Städte haben ja auch im Smart City Bereich zum Beispiel diese offene Kultur der Bürgerbeteiligung über Plattformen organisiert. Und hier sehe ich ganz wichtig, dass also quasi die Möglichkeit ist, institutionell übergreifend in einem Netzwerk zu operieren. Das heißt eigentlich, wenn ich ein Netzwerk betreibe, muss ich immer auch offen sein, quasi mich zu vernetzen zu können mit anderen Netzwerken. Da gibt es mittlerweile Technologien und Tools, die es ermöglichen, quasi auch andere Subnetze einzuschließen und übergreifend Daten oder Informationslagen auch quasi weiterzugeben an der ganzen Stelle. Da gibt es auch sichere von zertifizierten Rechenzentren gehostete Angelegenheiten mittlerweile. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, um das auch klar zu machen. Und ein zweiter Punkt, den ich da anschließen möchte zum Thema digitale Identitäten und so weiter, ist auch tatsächlich der digitale Bürgerservice an der Stelle. Also wirklich über Videoberatungs-, über Ident-Verfahren zum Beispiel, ja, die Möglichkeit zu sehen, mich zu authentifizieren und als Person auch zu registrieren, um dann zu sagen, ich bin ein Nutzer, der sofort aus diesen sozialen Netzwerken heraus auch amtliche Dokumente oder Antragsverfahren in gesicherter Art und Weise auch beantragen kann, um zu sagen, ich mache den Zugriff attraktiver, ich mache die Vielzahl an elektronischen Angeboten auch attraktiver, um damit diese Hürden über diese ID-Verfahren sich zu registrieren, diesen teilweise sehr langwierigen Prozess von zentralen Identitätsdiensten quasi auch in Kauf zu nehmen, muss ich einfach attraktive, viele, einen bunten Strauß an unterschiedlichen Diensten bieten können. Und da sehe ich eben die Einbeziehung von sozialen Dienstleistungen, von Beratungsdienstleistungen auch ein wirklich spannenden Punkt neben den rein amtlichen Verfahren quasi hier Attraktivität in die Online sozusagen Zugänglichkeit und die Bereitschaft, sich online verschiedenen Dienstleistungen zu stellen, nochmal gegeben. Ja. Okay, fand ich jetzt nochmal, für mich war jetzt nochmal mitgenommen dieses Thema soziale oder Social Media quasi in einem digital souveränen Umfeld, in einem System of Systems von mir aus, ist für mich nochmal so ein Punkt, der wichtig ist. Wir hatten ja in unseren Projekten auch zum Beispiel im Kontext von Ihre ID, dem Vorprojekt im Bereich Schaufenster, sichere digitale Identitäten, genau diese, so ein Thema auch mal mit den Sparkassen diskutiert. Haben wir nicht eigentlich Verbundsysteme, Regio-Plattformen, kommunale Dienste, die dann eben in solchen
Allianzen, in solchen Föderationen von Identitäten, Plattformen, bis hin zu dem, was wir vorhin gehört haben, bis hin in die Pflege, in die Bildung hinein. Also ich glaube, dieses föderative und System of Systems orientierte Denken, müssen wir da sicherlich auch in der Architektur einer digitalen Stadt oder Stadtgesellschaft auch nochmal weiterdenken. Vielen Dank. Erstmal der Schlagwort digitale Services war natürlich ein hervorragendes Zuspiel zu überzuleiten zu Sabine Möwes. Schön, dass du da bist. Jetzt mal sozusagen eine unserer Vorzeigekommunen, nämlich Köln ist ja immer sozusagen eine Nicht-Landeshauptstadt, ähnlich wie jetzt wie Leipzig und so weiter. Und das sind sozusagen, einige sagen, das sind die ehrlichen, echten Städte, ja, die schon immer hier eben nicht Stadtstaat sind und nicht Landeshauptstadt sind. Und deshalb, Sabine Möwes verantwortet da die Stabsstelle Digitalisierung, leitet sie, hat lange Zeit im E-Government gearbeitet, also kommt sozusagen aus der digitalen Verwaltung. Und dann kamen die Smart City-Themen mit dazu, auch viele Projekte, die Köln ja auch im europäischen Umfeld in den Lighthouse-Projekten hatte. Und jetzt liegt es alles quasi in der Stabsstelle Digitalisierung, also beide Seiten, die innenorientierte E-Government-Verantwortung und auch die Außenwelt. Und deshalb, Sabine, schön, dass du da bist. Und dein Impuls, damit nicht Tanja dich anmoderiert, habe ich das jetzt mal gemacht, weil ihr im selben Schiff arbeitet. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Genau, ich versuche auch mal meinen Bildschirm zu teilen. Da. Genau. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Seht ihr das jetzt? Jupp, ja. Wimmelbild sehen wir alle. Ja, genau. Ich habe gedacht, das ist der beste Einstieg, um die Herausforderung deutlich zu machen. Ich glaube, mehr Worte bedarf es da eigentlich gar nicht. Man sieht halt, wie komplex Deutschland, und hier ist es nur das OZG, also noch nicht Smart City, noch nicht alles, was wir gerade gehört haben, Partizipation, Teilhabe, Datenökosysteme, alles das ist ja noch gar nicht mit dabei. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie ich hier weiter. Ja. Aber was sind die Herausforderungen aus meiner Sicht, so als Impuls nochmal? Also ich lege ein bisschen den Finger in die Wunde und ja, auch daran, Tanja wird gleich nicken, weil woran wir vielleicht nicht verzweifeln, aber was uns so täglich begleitet. Also wir kämpfen immer noch mit dem Kulturwandel innerhalb der Kommune. Also wir sind digitale Stabsstelle und ich glaube, so gibt es CDOs in vielen Städten inzwischen, was richtig toll ist. Und dennoch gibt es ein großes Gefälle innerhalb von Kommunen, was das Thema Digitalisierung angeht. Also das Thema, ist das IT oder kann das weg? Ja. Dann haben wir gleichzeitig 10.000 Kommunen, also man muss sich die Dimension auch mal mitmachen, die wir zum großen Teil sehr viele Aufgaben exakt gleich machen. Aber das ist auch gerade schon angeklungen, wenn das so einfach wäre, alles gleich zu machen, was ist denn mit der Identität? Und zwar einmal die Identität der Städte selber, wo ich wohne, also meine eigene Identität. Ich bin halt Kölnerin, ne? Also nur das, was mir klar ist, nicht Düsseldorf, Köln. Und nicht Landeshauptstadt. Das andere ist aber auch zu sagen, wo hat der Rat seine Identität? Wir haben ein gewähltes Organ, der ja auch seine Identität darstellen muss. Und wir haben Menschen, die global überall, wenn Corona nicht wäre, durch die Genmaschine und sich als Weltbürger auch sehen und auch solche Services erwarten. Dann eine Herausforderung ist, also das ist das Schöne, Digitalisierung ist ja immer mehr in aller Munde. Jetzt haben wir das Problem, jetzt fängt das Rosinenpicken an. Also eine Herausforderung ist, dass die Länder anfangen, Portale aufzubauen, Bundmachportale, also wildes Portale bauen ist angesagt, ne? Das Ganze unter dem Portalverbund, sehr schönes Wort. Aber ist es eigentlich genau das, was wir brauchen? Ist es abgestimmt mit allen, die nachher die Dienstleistung tatsächlich auch bisher angeboten haben oder die sie auch nutzen wollen? Also ist das der richtige Weg? Oder ist das, ich mache mal schnell was, dann habe ich einen guten Erfolg, aber in ein Gesamtsystem kann das ja später mal fassen. Und wir haben das spüren wir alle, ich glaube, es ist auch in allen Branchen so, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, wir haben einen ernstzunehmenden personalen Fachkräftemangel und er ist auch noch selber gemacht. Ich sprach gerade von, ich nehme das als Beispiel, 16 Servicekonten, also 17, die wir in Deutschland haben. Also eine scheinbar mindestens ähnliche Aufgabe, die gerade in allen Bundesländern plus Bund exakt genauso gebaut wird. Und es ist nicht derselbe Dienstleister, der es im Hintergrund tut. Also bauen wir uns unsere Probleme auch noch selber. Und dann haben wir noch den demografischen Wandel dazu. Ich verweise nur kurz auf meine grauen Haare.
Dann haben wir aber auch als Herausforderung die ganzen Zukunftsaufgaben, also Smart Cities, gerade alle schon diskutiert worden, Mobilitätswende, Gesundheit, den Klimawandel. Also das sind doch eigentlich auch die eigentlichen Aufgaben. Nochmal auf das Wimmelbild zurück, dass das da alles passiert. Ist das eigentlich das, was uns im Kern als Kommunen ausmacht? Was für Erfahrungen haben wir gesammelt? Auch da fange ich mal, der letzte Punkt ist sehr positiv. Der erste, ich habe das Gefühl, also ich war 2012 dabei, das Internetstadtkonzept der Stadt Köln habe ich mitgeschrieben. Da waren wir Vorreiter, da haben alle noch gesagt, Internet, das sind doch so Leitungen, die von links nach rechts führen. Was kann das eigentlich? Wir saßen ganz fasziniert mit unserem ersten iPhone da und sagten, wow, cool, was kann man hier alles machen? Und irgendwie hat das eine ganze Zeit gebraucht, bis es dann mal wirklich in Anwendung kommt, bis der Nutzen da ist. Manchmal ging es schneller, das haben die Musikindustrie sehr stark gemerkt, das haben die Verlage, merken es immer noch. Und ich habe das Gefühl, auch bei den neuen Themen, ob das jetzt Blockchain ist oder ob das jetzt Identitäten ist, kein neues Thema, aber die Lösung für Identitäten oder KI, also es sind immer die gleichen Schritte. Ne? Wir machen erstmal einen Piloten, dann machen wir einen Leuchtturm, lassen uns ein bisschen Geld geben und dann gucken wir irgendwann mal nach Standards. Ich meine, das war bei der VHS-Kassette auch so. Wer sich an Betamax und Video 2000 erinnert, das ist halt immer nur schmerzhaft. Also Erfahrung ist, wir lernen sehr wenig aus unseren eigenen Prozessen, die Innovationsprozesse sind. Also die haben ja alle eine Gemeinsamkeit. Dann die Kulturinhalteverwaltung habe ich als Erfahrung gerade angesprochen. Also am Anfang war Digitalisierung, das ist IT, ne? Macht ihr das mal? Oder jetzt kommt das Thema auch in der Kommune bei uns selber, ach, Digitalisierung macht Spaß, das mache ich jetzt. Aber absprechen ist auch blöd, weil dann sind wir ja langsam und das kommt zu dem Thema agile Methoden. Also ich bin auch ein Fan der agilen Methode, muss ich sagen, aber man muss sie auch zu Ende denken. Und ich weiß nicht, ob das bei Ihnen überall auch so ist, bei uns ist es ganz oft so, ich mache jetzt agile Methoden, vergesse Schritt 2 und 3 und habe ja so einen Prototypen und bin fertig mit der Arbeit. Ich glaube, die Arbeit bleibt die gleiche, es geht ja nur darum, iterativ die Themen zu lösen und auch mit mal zufrieden zu sein und nicht eierlegende Wollmilchsäue zu bauen. Auch das ist natürlich in den alten Projektstrukturen ganz oft passiert. Das Thema Beteiligung wurde gerade auch ganz oft angesprochen. Ich glaube aber auch, das ist eine Erfahrung, die muss man eben auch intelligent machen und differenziert angehen. Also ich habe mal von einer Studie gehört, da wurden Bürger gefragt, was halten Sie denn von E-Government? Hat mich nicht gewundert, dass da wenig Zuspruch kam. Oder es kam mal eine Frage, was halten Sie davon, wenn der Staat alle Ihre Nachweise irgendwo für Sie speichert? Auch das war nicht von Erfolg gekrönt, diese Abfrage. Nämlich wurde gesagt, wollen wir nicht, um Gottes Willen. Wenn ich den Bürger aber frage, die Bürgerin frage, bei der Eheschließung brauchen Sie Ihre Geburtsurkunde, haben Sie was dagegen, wenn wir die für Sie besorgen? Wenn Sie mir die Unterschrift geben und hinterher nachgucken können, was ich gemacht habe, sagen die meisten ja. Also die Art und Weise, wie ich beteilige, wie sehr ich auf Augenhöhe tatsächlich mit den Nutzerinnen und Nutzern, also menschenzentriert. Aber das hat viel Erfahrung, also hat viel mit Digitalisierung zu tun. Und dann tolle Erfahrung gerade, wir haben einen Generationswechsel bei uns im Rat. Ich glaube, in vielen Räten der Städte, bin ja auch sehr gut vernetzt mit vielen Städten. Und ich denke auch, dass es im Bund- und Landesparlamenten kommt. Das heißt, das Thema Digitalisierung und das Verständnis, dass das Wimmelbild nicht die Lösung sein kann, wird auch in Politik immer wichtiger, weil es gab ganz viele CDOs oder auch Digitalexperten, IT-Experten, die haben schon sehr lange, seit 20 Jahren reden wir von Identitäten. Der Media-Ad-Com-Wettbewerb 2004, ich erinnere mich sehr gut daran, über Karten haben wir geredet. Wir haben 2021 und haben ein Riesenprojekt, um das Thema zu lösen. Und ich glaube, wenn wir die Politik dabei haben, genauso wie die Journalisten, die Medien, die jetzt nach dem OCG verstehen, was da eigentlich passiert, die haben ja auch alles gedruckt. Ne, wenn wir gesagt haben, juhu, wir haben das neue Formular online gestellt, juhu, wir haben den Bewohnerparkausweis, juhu, das war alles auch cool. Aber den Gesamtzusammenhang hat doch gar keiner gesehen. Und das ist wichtig, damit sozusagen unsere Fachexpertise, das, was wir hier, also das ist meine Erfahrung, was wir hier alles unterstützen und das miteinander diskutieren, dass das verstanden wird. Also die Handlungsanforderungen aus meiner Sicht, Menschenzentrierung, und das gilt lokal und global. Wir sind lokale Menschen, ne? Ich muss mich hier wohlfühlen, mich interessiert, was um die Ecke in meinem Veedel passiert. Ich muss aber auch global Möglichkeiten haben. Wir müssen diesen Föderalismus, den wir aus guten Gründen haben, neu und anders nutzen, um Lösungen zu bauen. Wir müssen dabei auf die Souveränität des Staates achten. Wir brauchen daher auch andere Förderprogramme aus meiner Sicht.
Also keine Leuchttürme mehr, sondern von vornherein integrative Förderung, auch über mehrere Städte hinweg. Das wird nicht leicht. Das kommt dazu, alles das, was ich hier sage, genauso wie den Lobbyismus aufzudenken. Wenn ich an die IT-Dienstleister denke, die jetzt sehr laut aufschreien und sagen, nein, um Gottes Willen, wir können keine einheitlichen Leistungen machen. Und dann kommen Begründungen, die finde ich mal sehr interessant. Die Bürger wollen das nämlich zum Beispiel gar nicht. Aber statt zu sagen, nee, es ist ein Problem, wir haben eine Wertschöpfung bei uns, wir haben Geschäftsmodelle und die müssen wir überdenken. Und dann sagen wir, ja, das stimmt, dann lass uns das mal gemeinsam zu einem guten Ziel führen. Weil es geht, und das ist mein, deswegen mit zwei Ausrufungszeichen, war sonst etwas sparsam damit in diesen Folien, es geht um die Daseinsvorsorge. Wir machen das doch alles, damit Services leichter sind, damit wir in diesen Städten besser und gut leben können, dass die Städte besser diese Städte steuern können, und zwar über ihren Souverän, der Rat bei uns in den Kommunen, der gewählt worden ist, mit einer guten Transparenz und einer guten Beteiligung der richtigen Zielgruppen. Jeweils einzeln. Und das ist für uns auch, wir machen ja Unbox, wir sind am Förderprogramm, sind total froh, auch weil unser Ziel ist, aus diesen ganzen Hackathons mit tollen Ideen rauszukommen, und dann schließe ich auch, ich merke ein bisschen Unruhe, dass wir rauskommen aus Einzelförderung oder Hackathons, sondern wirklich zu nachhaltigen Lösungen aus der Initiative der Bürgerschaft. Und das ist vielleicht so mein Impuls, einmal im Querritt. Vielen Dank, da würde ich den Ball nochmal aufnehmen. Ich finde das super, das passt jetzt natürlich zu vielen Punkten, und deshalb würde ich gerne zwei Sachen nochmal kurz zusammenfassen, auch vielleicht als Nachfrage formulieren. Ich finde das super, dieser Punkt, erstens nochmal das Souveränitäts- und Identitätsthema aufzugreifen, als Bürgerin, aber auch als Stadt, als Rat, der beschließt, der gewählt wurde, diese Art von Gestaltungsverantwortung und Gestaltungsimperativ, die ist ja ganz, ganz wesentlich verbunden mit dem, was wir eigentlich als Stadtentwicklung und letztendlich auch die europäische Geschichte ist eine Stadtentwicklungsgeschichte. Das ist der wichtige Punkt, den wir hier verbinden mit dem Thema Föderalismus Neudenken. Also wie die Kfz-Anmeldung gemacht wurde und ob sie von der Kommune gemacht wird, weil es eigentlich eine Bundesleistung ist. Das ist ja, da wurde jetzt meines Erachtens auch das Thema Dresdner Forderung immer viel zu kurz gedacht bisher oder diskutiert. Es geht ja nicht darum, nur das föderale Mehrebenensystem. Frau Seckemann ist ja leider rausgefallen, weil sie keine Verbindung hatte in der Uni. Deshalb haben wir sozusagen, hätte sie diesen Aspekt genommen, sondern es geht ja ums Gemeinwesen. Also dass da, wo Kommunen gestaltet, wo Räte gewählt sind, um Daseinsvorsorge, Gemeinwohl, Solidarität und Stadtentwicklung voranzubringen. Dafür brauchen wir natürlich genau die Fragen, die wir heute auch noch nicht alle klären konnten. Wie machen wir das digital? Wie ist das sicher? Wie ist das souverän? Aber wir können in ein paar Sachen einfach schon vor die Klammer ziehen und sagen, okay, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das können wir jetzt anders organisieren als mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Da hatten wir so etwas noch nicht, was das die föderale Arbeitsteilung betrifft. Und der zweite Punkt, den ich auch wichtig finde, ist dieses sensible Kommunizieren in der Beteiligung. Beteiligung ist ja auch nicht nur Partizipation, nicht nur im Sinne von der klassischen Bürgerbeteiligung, sondern das ist ja genau diese Ansprache. Und da bin ich natürlich bei den Nachweisen, bei dem Beispiel, was du gebracht hast, da bin ich natürlich tendenziell schon in so einer Art von Wallet irgendwann. Ja, habe ich meine Identitäten bei mir und kann sie vorweisen und habe mein Schulzeugnis, meine Noten auch bei mir, und die, ich kann es zweifelsfrei einsetzen als souveräne Person. Da ist der Bezug zu den Sachen von Jan Sirmli und zu dem SDI. Aber letzter Punkt nochmal zu dem, wir haben ja auch einige Smart Cities hier mit im Call. Also einige habe ich identifiziert, auch die nicht Referenten sind, die hier, Kaiserslautern ist mit dabei, aber auch ja, Christian Schachtner ist ja auch in Bamberg und so weiter. Natürlich ist genau der Punkt, da müssen wir auch ehrlich sein, der Bund investiert 1 Milliarde Euro in Smart City, und zwar in Smart City von 100 Kommunen. Ja? Wir haben aber 10.000. Und deshalb ist natürlich das auch eine ganz falsche Art von, wie du es auch sagst, eine ganz falsche Art von Förderpolitik. Natürlich ist jeder erstmal froh, wenn er irgendwas gewinnt oder ein paar Millionen kriegt. Aber langfristig sind das genau die richtigen Fragen. Und deshalb freue ich mich auch schon, dass der Andreas Schreiber hier auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit aufnimmt, nämlich aus einem östlichen, ländlich geprägten, kleinen, kommunalen Einheit. Aber Tanja, eigentlich war die Arbeitsteilung, du wolltest überleiten, und das will ich dir auch gar nicht vornehmen. Aber ich sehe natürlich auch den Jochen Schonowski, der nochmal auf die DIN hingewiesen hat. Und Ansgar sehe ich auch nochmal, der sich nochmal hoffentlich dann in der Diskussion hier einmischt zu dem Thema Wimmelbild. Aber erstmal deine Überleitung zu dem Andreas. Ja, das ist wunderbar, Marco, weil es geht wirklich alles ineinander über. Und was der
Andreas Schreiber ja eben schon erwähnt hat, eben halt immer die Unterscheidung, auf wo ist die Gefahr der Kooperation, wo sind die Chancen der Kooperation, und das näher zu beleuchten. Ich freue mich sehr, dass wir sozusagen jetzt einen Vertreter aus der kommunalen IT-Perspektive haben, Andreas Schreiber als Koordinator bei der KSM Kommunalservice in Mecklenburg, Anstalt des öffentlichen Rechts, auch mit einer langjährigen Expertise im Bereich IT-Management und die Government, eben halt auch aus dem Landkreis Ludwigslust-Pagen. Von daher freue ich mich jetzt sehr erstmal auf den Impuls und dann auf die anschließende Diskussion. Und ja, Joachim Schinowski, ich habe dich auch schon wahrgenommen, bin gespannt, wie das dann entsprechend sich gleich noch gestaltet in der Zeit, die wir haben. Also feuerfrei jetzt für Andreas Schreiber. Ja. Andreas, und du fängst am besten bei media.com an, weil das ist wieder der Bezug, den du von Sabine Möwes übernimmst. Genau, ich habe hier immer noch bei mir stehen so ein Pokal, den wir mal gewonnen hatten, media.com Transfer, Best Practice Award. Ne? Wir haben alles schon mal gemacht, wir haben alle Leuchttürme schon mal gehabt. Und das, was Sabine eben schon aufgezählt hat, ja, weg von diesen Leuchttürmen. Aber zu den Folien. Seht es mir bitte nach, ich habe keine Folien heute. Meine Computer sind nicht so wirklich verfügbar. Ich nutze heute mal mein dienstliches Gerät. Warum könnt ihr euch denken? Nee, mein privates Gerät, warum könnt ihr euch ja vielleicht denken? Aber nichtsdestotrotz war es mir wichtig, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung, Marco. Um auch das Thema ja, Dresdner Forderung, das, was eben schon anklang, so ein bisschen mehr mit zu untermauern und das Thema Zusammenarbeit im föderalen System. Wie stehen IT-Dienstleister dazu, kommunale IT-Dienstleister? Wie können wir überhaupt das alles gemeinsam wuppen? Und eben in der Anmoderation wurde es schon deutlich, ja, ich bin seit kurzem jetzt, habe die Seite gewechselt, bin beim kommunalen IT-Dienstleister. Wir nennen uns aber nicht wirklich Dienstleister, sondern Aufgabenträger. Also wir sind... Das ist im Prinzip das Besondere bei uns. Wir sind die interne IT-Abteilung, der interne IT-Bereich der Landeshauptstadt Schwerin des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Insofern finde ich mich hier sehr gut wieder in meiner, ja, ich habe es auch schon erwähnt, langjährigen, auf manchen Folien steht schon mittlerweile 30-jährigen Berufserfahrung in einem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Zum Glück noch ohne graue Haare. Wenn das so weitergeht in Deutschland, kommen die vielleicht auch bald. Schauen wir mal. Ja. Was wollte ich heute speziell machen oder worauf wollte ich genau hinweisen? Also so ein bisschen Rückblick auch, was habe ich in den letzten 30 Jahren im Landkreis wirklich da mitgemacht und wie kommen wir denn jetzt zu digitaler Souveränität und was bedeutet das eigentlich für uns? Und wir sehen eigentlich immer mehr, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten haben wir uns immer darauf konzentriert, wie können wir in einer Kommunalverwaltung, in einer Stadt, in einer Gemeinde, in einer Amtsverwaltung, Samtgemeinde, was auch immer, Bürgerservices besser anbieten. Wie können wir weg von der papiergeführten Sachbearbeitung, wirklich noch, auch da habe ich angefangen, mit Stift, ohne Computer die Anträge zu bearbeiten, wie können wir das zu optimieren? Und gerade in den letzten Jahrzehnten, in den 90ern, in den 2000ern ist es ja dazu gekommen, immer mehr Technik reinzustellen. Die ersten Kommunen haben eigene Softwareprodukte installiert, teilweise selber geschrieben. In vielen Landkreisen war das der Fall. Und uns fällt jetzt mittlerweile immer mehr auf die Füße, und das ist ja auch Kernelement der Dresdner Forderung. Wir haben so eine große Diversität in den Kommunen, so viel Insellösung, so viel Leuchtturmlösung, so viel unterschiedliches Zeug, was nicht miteinander zusammenspielt. Und wenn ich jetzt dran denke, wie wir als KSM jetzt auch versuchen, mehrere Kommunen IT-mäßig zusammenzufassen, wir haben einen Gemischtwarenladen in den Kommunen und jede Kommune betreibt ihr eigenes Fachverfahren. Wir haben ganz wenige Bundesländer, die zentrale Systeme vorgeben. Sachsen-Anhalt macht es im Bereich Jugendhilfe mit LISA. Einige Bundesländer machen das im Bereich Meldewesen mit MESO oder E-Com oder E-Call-Produkte, was auch immer. Aber das sind Sonderlocken. Und die Bundesländer sagen dann alle, hier Kommune für den übertragenen Wirkungskreis, kriegst du eine Aufwandsentschädigung laut KGST, diese 9.700 Euro pro Arbeitsplatz. Damit kannst du auch deine ganze IT abdecken. Und wie du das machst, ist mir eigentlich egal. Es wird dann immer Bezug genommen auf Grundgesetz, Ort der Leistungserbringung ist die Kommune. Und die Kommune muss selbstständig dann auch sagen, wie sie es macht. Wir Kommunen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, haben uns das immer sehr gut mitgefühlt und gesagt, keiner redet uns rein, wir organisieren uns selber. Und auch wie IT ist, da darf mir kein Land oder kein Bund reinreden. Mittlerweile, und da sehe ich diese Dresdner Forderung, Sabine, da bist du ja auch eine der Beteiligten dabei, doch sehr positiv. Warum haben wir eigentlich keine Zentralisierung?
Also zumindest in bestimmten Softwareprodukten, übertragende Wirkungskreis, Sozialhilfe, Jugendhilfe, was auch immer. Kfz-Zulassung ist eins der Beispiele. Und als es in den 2000ern losging mit ALG2, vielleicht kennst du einige oder andere noch, zentrale Software, Optionskommunen wurden gegründet, Hartz IV wurde mit ALG2 dann ausgeteilt. Das war so der erste Paukenschlag, wo eigentlich die Bundesverwaltung gesagt hat, ich setze mal eine zentrale Softwarelösung auf und alle Kommunen, die als Optionskommune das nutzen, können in diesen ALG mitarbeiten, in dieser Software. Wir waren damals alle Kommunen hellauf begeistert, endlich kommt da mal was Zentrales. Wurde nachher schlecht umgesetzt, gab die bekannten Probleme. Aber der Ansatz damals war sehr, sehr gut, über webbasierte Oberflächen eine zentrale Software bereitzustellen. Leider ist es dabei geblieben. Es gab keine weiteren Aktivitäten von Seiten des Bundes oder von verschiedenen Ländern, dort weitere Softwareprodukte zu zentralisieren. Kfz, auch das heute mehrmals ja schon im Gespräch, mit iKfz, den Flickenteppich, den wir da haben, sehen wir alle. Und die Kfz-Zulassungsprodukte, auch wenn es nur noch 4 oder 5 an der Zahl sind auf dem Markt, haben nicht mal irgendwelche vereinheitlichen Schnittstellen. Insofern, das Dilemma in den Kommunen und vor allen Dingen in den kommunalen Rechenzentren, die keine eigenen Softwareprodukte erstellen, ganz groß, wie kriege ich das alles verzahnt? Wie kriege ich Registermodernisierung hin? Wie kriege ich Online-Services, wirkliche Online-Services sind durchgängig digitale Verwaltungsprozesse. Wie kriege ich das hin? Und wie kann ich vielleicht auch die Kosten in meinem IT-Betrieb senken? Wie kann ich meiner Kommune den Aufwand für IT herunterfahren? Und das geht aus meiner Sicht wirklich nur in dem Ansatz, den wir schon auch und da komme ich wieder ein bisschen zurück auf die Vergangenheit in der Papierwelt. Auch dort haben wir versucht, kommunale Services, Bürgerservices zentral oder gemeinsam anzubieten. Warum muss jede Kommune Meldewesen selber machen? Warum muss jede Kommune oder darf nur der Landkreis in den Landkreisen Kfz-Zulassung machen? Warum dürfte das nicht die kreisangehörigen Gemeinden machen? Und Tino Schuppan kennt ihr wahrscheinlich auch größtenteils, hat das mal so schön tituliert mit Entörtlichung von Zuständigkeiten. Warum muss ich immer in meine Wohnsitzgemeinde gehen, um bestimmte Leistungen zu bekommen? Was hat das mit kommunaler Selbstverwaltung zu tun oder mit Identität, mit der Verwaltung, wo ich meinen Personalausweis oder mein Auto zulasse? Ja, ich möchte mein Kennzeichen haben, ich möchte im Ausweis auch meine Geburtsstadt drinstehen haben, aber ob ich die nun von meiner Wohnsitzgemeinde oder von da, wo ich gerade vielleicht Urlaub mache, bekomme oder am Flughafen, weil ich meinen Ausweis wieder mal vergessen habe, das ist mir als Bürger, als Bürgerin doch eigentlich egal, wer mir diesen Ausweis ausstellt. Und insofern müssen wir nicht nur darüber nachdenken, wie kann ich Softwareprodukte zentralisieren. Insofern gehen mir da die Dresdner Forderungen auch nicht weit genug, sondern wie kann ich vielleicht auch Leistungen zentralisieren, die Leistungserbringung, die Leistungsansätze zentralisieren. Ich stelle dann irgendwo als Bund, als Land zentral Softwareprodukte zur Verfügung. Alle können darauf arbeiten. Die Leistungserbringung wird weiterhin in der Kommune passieren. Die Bürger können weiter zu mir kommen, können aber auch zu meiner Nachbargemeinde gehen. Und ich kann als Kommune hier die Leistung erbringen. Es würden de facto nicht mal Einnahmeverluste passieren. Kfz-Zulassung, müssen wir auch ehrlicherweise sagen, ist ja auch so ein bisschen die Cash-Crew für die Kommunalverwaltung, zumindest im Bereich Schilderpräger. Und das können wir ja weiter alles so machen, wenn wir dann nicht vielleicht irgendwann mal zu anderen digitalen Kennzeichen kommen. Und das Grundproblem, was wir mittlerweile auch so sehen, ist, wir denken eigentlich immer noch in einer analogen Welt, in der Leistungserbringung. Wir denken gar nicht weit genug, wie kann ich in der digitalen Welt denn auch kommunale Leistungen erbringen? Muss ich immer noch diese Plastikkarte in der Hand haben, vom Ausweis oder vom Führerschein? Oder muss ich bestimmte Leistungen auch als Bürger beantragen oder stehen mir die nicht selber zu? Thema Elterngeld, ne? Warum muss ich das beantragen? Kriege ich nie abgelehnt, sondern wird immer gezahlt oder Kindergeld. Wofür brauche ich da die Anträge? Wofür brauche ich das Papier? Wofür brauche ich überhaupt die Systeme? Warum kann ich das nicht alles Marco, du nennst eben schon Wallets, in meinem Handy alles mitschleppen? Und wir müssen insofern einmal in der Rechtsprechung, aber auch in den Gedanken, in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch in den Politikern, in den Räten, in den Bundestagsmitgliedern, das reinkriegen, denkt doch mal, löst euch doch mal von der jetzigen Leistungserbringung. Wie könnte man Daseinsvorsorge im,
im Grundsatz komplett neu denken. Und sowas wie die baltischen Länder gemacht haben in den 90er Jahren, mal ein bisschen was über Bord werfen, mal bei Null anfangen und das mal neu gestalten. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Dann kommen wir auch weg von diesen 16 plus X oder 17 plus X Portalen, die wir mittlerweile haben, die Nutzerkonten, die da existieren, die, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch die Interoperabilität schon mal angeschaut habt, wie so ein Nutzerkonto aus Baden-Württemberg oder Niedersachsen in Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Da habe ich so eine lange Liste, wo ich auswählen muss, welches Nutzerkonto will ich denn jetzt nehmen. Das ist alles ja Murks, was wir da mittlerweile machen. Und dafür wird auch noch jede Menge Geld ausgegeben, jede Menge Fördermittel, OZG, das Milliardenpaket kennt ihr alle. Es kommt nichts bei den Kommunen an, es versickert bei irgendwelchen Beratern, aber die denken in den jetzigen Strukturen. Auf einem IT-Planungsrat hatte ich mal so einen schönen Satz gehört, wir müssen endlich in so eine Fließbandarbeit von neuen Gesetzen kommen. Diese Fließbandarbeit, da warten wir seit 5 Jahren drauf, da sehe ich noch nichts. Und die Gesetze, gerade wenn die gemacht werden, die müssen schon die Digitalisierung mitdenken. Wie kann ich das eigentlich digital umsetzen? Und wo denn nachher die Softwareprodukte herkommen, ob die von einer zentralen Bundesagentur kommen oder ob ich 5 Stück auf dem Markt habe, das ist letztlich aus meiner Sicht egal, wenn ich definitive Schnittstellen habe. XÖV-Standards müssen stärker kommen. Die gibt es leider noch zu wenig, werden zu wenig eingefordert. Und das Zusammenspiel von Fachverfahren ist ja momentan grottig. Was wir dann auch als Landkreise mal mit dem Landkreistag versucht haben, eine Lösung zu skizzieren, war die Microservices. Auch dort kann ich sagen, einer erstellt so ein Microservice und alle, die Lust drauf haben, das bei sich selber im Keller zu hosten, die können halt diesen Microservice sich da auf den Docker hinstellen. Das wäre eine Lösung für die kommunalen Rechenzentren, das wäre eine Lösung auf einige Kommunen oder für größere zentrale Einheiten. Aber dass wir wirklich die Erbringung oder die Erstellung von solchen Leistungen neu denken und auch technisch an das denken. Aber das erfordert auch komplett neue Fachverfahren. Und wenn wir ehrlich sind, das, was wir momentan in Kommunen verwenden, ist fachlich perfekt, aber technologischer Schrott. Teilweise COBOL-Programme aus den 70er und 80er Jahren, die immer wieder portiert wurden. Und die Dienstleister, die Softwarehersteller sind leider momentan nicht in der Lage, ihres fachlich sehr komplexen und recht auf den komplexen, recht basierenden Systeme komplett neu zu schreiben, mit neuen Programmiersprachen, webbasiert, mit den modernen Programmiermethoden, die es dort gibt. Insofern, ja, wir brauchen Zentralisierung, aber wir haben momentan noch keinen Ansatz in Deutschland, wie wir das machen wollen. Und digitale Souveränität, letzter Satz dazu, wenn wir das nicht angehen, dann werden wir irgendwann von amerikanischen, chinesischen, indischen Systemen irgendwie übernommen, weil die bauen das einfach. Und da müssen wir uns gewappnet sein. Ich hoffe, wir kriegen es hin gemeinsam. Tanja, ich glaube, vielen Dank für diesen Rundumschlag. Also es ist perfekt. Ich glaube, da haben wir jetzt eine extrem gute Basis für eine große Diskussion. Und was mir besonders gut gefallen ist, einfach nochmal auch der Hinweis darauf, dass man von dieser analogen Denkweise weg muss. Sonst fangen wir nur wieder an, irgendwas zu elektronifizieren und oder nochmal ein bisschen zu verhübschern, ohne halt nicht grundlegend neu zu denken. Und wir haben im Chat auch von der Frau Weigel aus Paderborn auch eine entsprechende Frage in diesem Kontext letztlich. Wie sieht es denn aus mit der sozialen Arbeit? Kann man die nicht auch irgendwie komplett neu denken oder wie sollte man die neu denken, wenn man sie digital denkt und eben halt nicht nur irgendwie elektronische Unterstützerprozesse dazu zu haben? Aus meiner Sicht, Marco, wenn du jetzt nicht direkt eine Frage hast, würde ich sagen, Feuer frei für die Diskussion, weil das ist wirklich nochmal so einfach alles gewesen, was wir auch im ersten Thema ja auch hatten. Ich wollte eigentlich die Diskussion auch nur sozusagen kurz von dem doch etwas bedrückenden Praxisbericht von Andreas, der ist natürlich schon richtig in seiner Art richtig, aber als Verwaltungsmodernisierer oder bin ich natürlich Berufsoptimist. Ne? Und ich sehe, dass wir jetzt hier, und da kommen wir auch zu unserem Titel zurück, zu unserem richtigen Oberstitel, nämlich wenn wir uns um Gemeinwohl kümmern, um Lebensqualität, um Klimawandel, um all den ganzen Kram, müssen wir genau an der Stelle jetzt differenzieren und sagen, was können wir vor die Klammer ziehen, anders organisieren im föderalen Mehrebenensystem, interkommunal anders organisieren. Da würde ich sogar einen Schritt weitergehen. Da geht es mir nicht immer nur darum, ob es ein zentrales Angebot eines Landes für seine Kommunen gibt. Ich möchte, dass die Kommunen untereinander ganz neue Allianzen
Allianzen schmieden, ganz neue IT betreiben. Ich will natürlich auch die E-Government-Wirtschaft mitnehmen. Diese Prosorts dieser Welt, die müssen Plattformtechnologien anbieten als Software as a Service und so weiter. Die müssen wir sozusagen auch nicht nur in die Pflicht nehmen, sondern ihnen auch helfen, neue Allianzen zu bauen, weil derzeit denken wir zu stark in den Schablonen und aber genau das Thema Gemeinwohl, da ist genau der Punkt, wo wir uns alle einig sind. Wir brauchen natürlich die neuen Technologien, nicht die 80er-Jahre-Technologien von 1000 Fachverfahren. Ich habe es in Frankfurt am Main mal gezählt vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren schon. 1000 Verfahren, ja, aufgabenorientierte, werkzeugorientierte Software. Jeder Arbeitsblatt hat seine eigene Bauschaufelverwaltung 5.8 und zwar jede einzelne der 10.000 Kommunen in einer unterschiedlichen Ausprägung mit unterschiedlichen Druckertreibern. Das ist, du hast es auf den Punkt gebracht, das ist Ramsch. Das ist unbrauchbare Software, 80er, bestenfalls 80er-Jahre-Software. So, und da sehe ich auch den Ansgar schon irgendwie lächeln. Wir brauchen Plattformtechnologien, aber wir müssen es gleichzeitig in der Organisation, wer muss eigentlich was machen, im föderalen Mehrebene-System, im übertragenen Wirkungsgleich, alles auf den Prüfstand hin, weil wir uns um Kommunen kümmern sollen. Und dafür, da bin ich bei Sabine Möfes, brauchen wir auch die Räte. Dafür brauchen wir die Politik, dafür brauchen wir die Beteiligung, dafür brauchen wir das Ehrenamt und das Engagement. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Vertrauenstechnologien und tendenziell auch KI und einzelne Akteure. Aber genau diese Schere, wir müssen, deshalb haben wir es ja auch verbunden. Und wie gesagt, Margret Seckelmann ist ja heute nicht da. Deshalb kurz von mir, genau dieses Plädoyer. Wir müssen in den Maschinenraum von dem Wimmelbild einsteigen und müssen differenzieren, was ist jetzt organisatorisch, was ist technisch und so weiter. Ne? Deshalb danke für deinen erschütternden Tagesbericht, wo du noch nicht mal mit der Betriebs-IT hier anlanden konntest, weil die gerade irgendwie steht. Das ist ja sozusagen passgenau. Deshalb würde ich an der Stelle auch wie Tanja jetzt in die Diskussion, und ich sehe auch schon den Christian Noch dazu. Genau, also ich wollte nicht so als Betriebspessimist hier nachher auftauchen. Ich wollte wachrütteln. Also Marco, ich muss dir auch ein bisschen widersprechen. Ich würde momentan gar nicht so an IT-Dienstleister oder Softwarehersteller ran, sondern wir müssen größer anfangen, erstmal an die Grundlagen, an die Politik ran, an die rechtlichen Grundlagen. Weil was wir damals bei ALG festgestellt haben und Hartz IV, die Software kann noch so gut sein, wenn die rechtlichen Parameter so murks sind, wie sie momentan sind und immer wieder Sonderlocken sind, dann kann jede Software nur Schrott werden. Ja, hast du und recht. Das ist ja der NKR hat ja da das Thema, genau. Das ist ja auch im Sondierungspapier auf Platz 1 gewesen, moderner Staat. Also insofern kann man hoffen, dass man, hast du recht, wir müssen beim Recht anfangen, Recht als Enabler und Recht muss sozusagen die Sonderlocken möglicherweise an der Stelle vielleicht auch mal ein Stückchen abschneiden. Genau. Sonst basteln wir so weiter wie bisher und versuchen mit tollen neuen Systemen den gleichen Mist wieder zu produzieren und laufen dann gegen die Wand. Oh, wir haben noch genug Zeit zum Diskutieren und wir sehen, ich glaube, Tabea Hein, hast du dich gemeldet oder Christian hatte, glaube ich, Christian hat vielleicht auch nochmal ein Statement und hat ein bisschen geschmunzelt, aber erstmal Tabea Hein vielleicht. Eigentlich nicht, aber ich kann auch was sagen. ja, ich meine, das ist ja jetzt nur nicht fokussiert auf KI gewesen. Ich denke, dass wir das Problem aber noch ein Stück weit bekommen werden. Also wir haben momentan Digitalisierung, wir haben OZG, ne, da sind die Kommunen jetzt alle mit beschäftigt. Und na, jetzt kommt so ein bisschen die Nachhaltigkeit auch noch mit rein, die ja auch eine gewisse Gemeinwohlorientierung hat. Also ich glaube, dieser Themenbereich wird einfach noch viel, viel größer und geht dann auch wieder von den Plattformen weg und auch von dem Technisierten. Also wir diskutieren, glaube ich, momentan sehr auf Technologie hin und müssen uns da auch wieder ein bisschen lösen. Christian, jetzt du nochmal auch und dann Sabine Möwes. Ja, also da gebe ich der Tabea völlig recht, dass wir quasi also übergreifend vernetzteres Denken einfach auch logischerweise denken müssen. Wir sind schon froh, dass wir vielleicht im E-Government-Bereich einzelne Antragsverfahren isoliert mal elektronisch stellen können und dann dem Sachbearbeiter vielleicht ein CSV zur Verfügung stellen können, um das wieder in sein Fachverfahren integrieren zu können. Aber die Grundidee des OZG, die vermisse ich in den letzten Diskussionen sehr stark, einfach dieses Thema Lebenslagen abzubilden. Die Behörde schickt verschiedenste vernetzte Datensätze zueinander, um den Bürger zu entlasten, um diese bürokratischen Strukturen, die wir im Land aufgebaut haben, überhaupt örtlich wie aber auch von der fachlichen Ressortzuständigkeit einfach überbrücken zu können. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr investieren in diese Logik, quasi die Daten laufen und vernetzte Informationspolitik wird betrieben zwischen den verschiedenen behördlichen Einrichtungen, anstelle immer nur dazu zu gucken, wie kriege ich möglichst viele einzelne Fachverfahrensdaten überhaupt elektronisch übermittelt, weil da merken wir ja auch Akzeptanzprobleme der Bürger. Der ist nicht bereit zu sagen, alles Mögliche permanent wieder neu
an Datensätzen zu generieren an der ganzen Stelle. Der hofft eigentlich, dass er quasi möglichst zentral Services, die ihm zustehen, rechtliche Angebote, möglichst klar kommuniziert bekommt von den behördlichen Dienststellen quasi und dann mit einer Antragstellung möglichst viele Lebenslagen abschließen kann an der Stelle. Und da, glaube ich, müssen wir mehr ansetzen. Sabine und dann Ansgar. Ja, ich würde das auch nochmal unterstützen. Ich glaube, wir haben gerade auf Technikebene diskutiert, aber auch, weil das unser größtes Problem gerade ist. Und wir müssen aber wieder dazu hinkommen, in Lösungen zu denken. Und deswegen die Dresdner Forderungen sind ja ein Hilfeschrei, glaube ich ja eher. Ne? Ich meine, es musste sie ja, die gibt's ja, also die Inhalte, die gibt es schon seit 10 Jahren. Wir mussten einen Namen drumherum bilden, damit es überhaupt gehört wird. Manchmal ist es ja auch zur richtigen Zeit. Ne? Es, glaube ich, passte einfach auch ganz gut. Und wir nehmen ja auch beim CIO des Bundes wahr, dass er genau mit E-Verleistungen auch angefangen hat, also alle diese Ansätze. Wir müssen wirklich auch auf Bürgersicht gehen, auf die Inhalte, auf gute Lösungen gehen. Andreas, du hast es ja gerade auch beschrieben beim Thema ALG 2. Es nutzt uns nichts, eine zentrale Lösung zu haben, die schlecht ist. Und es nutzt uns nichts, ein Monopolisten zu haben, der uns eine Lösung anbietet, der uns dann die Innovationsfähigkeit raubt. Es ist zwar, die Dresdner Forderungen sind plakativ, aber sind überhaupt nicht platt. Die Arbeit fängt jetzt an. Wie schaffen wir es denn, ein innovatives, aber doch einheitliches System aufzubauen? Wie schaffen wir es, die 3 föderalen Ebenen, die wir immer wieder beschwören, doch gemeinsam denken zu lassen und nicht jeder einzeln oder mit Geld schicke ich dorthin, sondern das sind doch die Herausforderungen, die wir haben. Und ich glaube, da müssen wir menschenzentriert rangehen, weil ehrlich gesagt, vielleicht ist es manchmal einfach auch leichter, jemand geht einmal in 10 Jahren zum Amt oder geht irgendwo hin, statt für Millionen einen Portalverbund zu machen. Und vielleicht lässt man die Suchmaschinen dieser Welt einfach Suchmaschinen sein, statt einen Such- und Find aufzubauen für, ich weiß nicht, wie viele Millionen. Da ist ja das Thema Portal und Plattform sowieso 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Ansgar und dann der Andreas, der musste mich in 10 Minuten weg. Aber erstmal nochmal an den Ansgar, der sozusagen vielleicht jetzt mal sich technologisch nochmal nähert dieser Frage, obwohl es ja um Inhalte geht. Ja, also genau das wollte ich gerade nicht tun, Marco, da muss ich dich enttäuschen, weil ich wollte auch gerne mal das aufgreifen, was die Sabine da gerade vorhin nochmal gesagt hat, weil das ist einfach furchtbar wichtig. Ich würde gerne nur ein Plädoyer noch mit reinbringen. Ich bin ja schon sehr, sehr lange Verwaltung im Regierungsbereich unterwegs. Und ich muss sagen, eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, ist, reicht es wirklich aus oder ist das, wie wir dort arbeiten, wie wir an Themen herangehen, sind wir nicht in vielen Bereichen doch sehr stark vorbelastet von unserer Vorstellung, wie Staat funktioniert, wie dieses Betriebssystem funktioniert, was die Aufgaben des Staates sind, wie denn eigentlich die Verwaltung zu funktionieren hat und bis hin zu solchen Fragestellungen, ist der Bürger wirklich der Kunde? Ist das wirklich die Sichtweise, die wir hier dort tagtäglich von der Verwaltung aus üben und pflegen? Oder ist das eher ein schönes Wort, dass wir den Bürger gerne als Kunden sehen, aber ihn am Ende doch immer in die Pflicht nehmen, indem wir sagen, Kunde, du hast uns einen Auftrag erteilt und um diesen Auftrag durchführen zu können, müssen wir dich leider zwingen, dieses oder jenes zu tun, weil das sonst nicht funktionieren würde. Und da geht mein Plädoyer dahin, dass man sagt, lass uns nicht das eine zuerst machen und alles andere stehen lassen, sondern lasst uns alle Handlungsstränge, die sich dort ergeben, mal versuchen, ein bisschen ohne allzu große Prämissen und vorbehaltlos nochmal anzugehen und durchaus auch dieses Thema unseres Staatsverständnisses und die Aufgabe des Staates im Rahmen der Digitalisierung neu zu denken. Ich hatte vorhin nochmal gesagt, das Thema Silos. Ich kann nur sagen, also wenn man ein Silo digitalisiert, dann wird da keine schöne neue Welt raus, sondern das wird ein digitalisiertes Silo. Wir können die Strukturen und die Denkprozesse, die wir haben, nicht aus der Digitalisierung verschwinden. Das wird auch kein weißer Digitalisierungsreiter kommen, der dann sozusagen uns all die Probleme, die wir haben, von uns nimmt. Sondern wir müssen uns diese Aufgabe stellen. Und da muss ich sagen, da vermisse ich manchmal auch ein bisschen den Mut, also gerade jetzt auch in Koalitionsgesprächen in der Politik, zu sagen, wir müssen uns nochmal grundsätzlich überlegen, an welchen Stellen Föderalismus uns wirklich viel bringt und uns nach vorne bringt und an welchen Stellen das mit der Förderung einfach falsch einsortiert und falsch gedacht ist und uns am Ende dann eigentlich nur hemmt. Bis hin zu solchen Fragestellungen, ja, wie komme ich denn zu Vereinbarungen und Standards? Ein Self-Organizing-Team, in dem ich immer allen recht machen muss, wie der ETL-Planungsrat, da müssen alle mitmachen, statt auch mal zu sagen, okay, dann lass uns mal ein paar Leute vordenken, wie denn eigentlich diese Sache funktioniert und wir als ETL-Planungsrat, wir entscheiden darüber,
ob das machbar ist und in unser aller Sinne ist. Und bevor man dort sich ständig im Kreis dreht und am Ende sich immer nur in dem Bereich bewegt, in dem man aufgewachsen ist und aus dem man irgendwie nicht rauskommt. Ganz zu schweigen vom Mandat, was dahinter steht. Ich hoffe, dass sich da einiges ergibt, aber Plädoyer, wie gesagt, alle Tracks durchaus gerne gleichzeitig angehen und versuchen, ein bisschen voneinander, nicht völlig unabhängig voneinander, aber ein bisschen unabhängig voneinander nach vorne zu treiben und schrittweises Vorgehen auch zu einem neuen Klarheitsverständnis. Das ist mein Plädoyer. Sehr gut. Andreas, du. Ja, das direkt nochmal unterstützend auch, ja, wir müssen neu definieren, was ist kommunale Selbstverwaltung? Was bedeutet das? Und das ist nicht die kommunale Verwaltung von oder Auszustellen von Bürgerausweisen oder von Personalausweisen oder die Anmeldung eines Brauchtumsfeuers, Osterfeuer. Und da wollte ich eigentlich letztendlich darauf hinaus zum OZG. Wir verpassen momentan leider so eine Chance, das OZG als neue heilsbringende Sache zu entdecken. Dadurch, dass sich viele Bundesländer jetzt doch weg von diesen EVA bewegen und sagen, im OZG steht ja nur die Antragstellung, wie die Daten nachher in der Verwaltung bearbeitet werden. Das steht ja gar nicht mal im OZG drin. Also ich als Land, ich als Bund muss ja nur dafür sorgen, dass der Bürger seinen Antrag online stellen kann und, was viele überlesen, den Bescheid irgendwie digital zugestellt bekommen. Was wir als Kommunen letztendlich damit machen, ob wir den Mist wieder ausdrucken und in Papierakten bearbeiten oder in irgendwelchen Word-Dokumenten, das steht nicht im OZG. Und das ist ein Grundproblem an dem OZG dran. Das ist ein Grundproblem an der Leistungserbringung in den Kommunen. Also wir hätten damit jetzt eine Chance, dort ganzheitlich digitale Prozesse einzuführen. Ganzheitlich funktioniert aber auch nur dann, wenn wir wegkommen zukünftig und ja, langfristig, mittel- oder langfristig weiter den Vor-Ort-Service mitdenken zu müssen. Also ich kann als Kommune nicht sagen, ich mache nur digitale Antragstellung. Ich muss weiter den Vor-Ort-Service anbieten, den herkömmlichen Service. Auch das müssen wir vielleicht gesamtgesellschaftlich nochmal diskutieren. Brauche ich alles in der Kommune vor Ort als Service oder gibt es dann vielleicht irgendwelche Service Center, wo ich das zentral bekommen kann oder mobile Wohnwagen, die da rumfahren und da sind, kann ich eine bestimmte Leistung machen. Und wir müssen uns auch von einzelnen Leistungen verabschieden. Muss ich ein Brauchtumsfeuer anmelden? Ja, also muss ich dann einen Online-Antrag ausfüllen oder was wir da jetzt alles im OZG im Leistungskatalog drin haben? Großteil hat, glaube ich, ein kommunaler Mitarbeiter, der 30 Jahre länger da arbeitet, noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Und das digitalisieren wir jetzt. Ich habe in manchen Sachen noch nie einen Antrag gesehen dazu. Und insofern müssen wir uns einfach mehr hinterfragen. Und deswegen bin ich immer zurück. Wir müssen erst Organisation und dann Technik machen. Wie gesagt, als Optimist, Tanja, du kannst ja gleich nochmal einsteigen. Ist das OZG natürlich eigentlich überhaupt, ich finde es schon erstmal sensationell, dass man überhaupt, nachdem man irgendwie festgestellt hat, wir sind Platz 26 von 28 in Europa, zu sagen, wir machen mal irgendwie alles gleichzeitig in jeder Kommune, in jeder nachgeordneten Behörde, sag ich mal, de facto alle Leistungen erstmal online. Also das war ja schon erstmal gut, das ist mal so ein bisschen hallo wach, aber du hast natürlich völlig recht, dass wir jetzt nicht in Elektrifizierungskategorien denken, sondern in wirklich, deshalb ist für mich das Thema Staat als Plattform, also im Sinne von das gesamte Staatsverständnis, wie Ansgar auch sagt, müssen wir nochmal durchdenken, dann in die föderale Arbeitsteilung neu einsteigen. Wer soll was machen? Was sollen möglicherweise Private machen? Was können Dritte machen? Was können sozusagen? Und dann müssen wir überlegen, was wir wie und bestenfalls natürlich nicht auf Portaltechnologien, sondern auf Plattformtechnologien digitalisieren. Da fehlt uns wieder ein bisschen was vom Betrieb und von den Hyperscalern, wissen wir, ja, haben wir auch zu spät erkannt. Aber ich glaube trotzdem, dass das OZG als so ein Einstieg war. Deshalb war ja auch, das war ja auch der Part von Margret Seckelmann, recht als Enabler. Wenn wir das, also wir können da alle drüber jetzt irgendwie uns aufregen, ja, dass es nicht reicht, weit genug ist. Aber ich bin schon mal total froh, dass in jedem Ressort nach der gleichen Logik derzeit gedacht wird, ungefähr nach den gleichen Vorgehensmodellen, auch wenn die Berater davon reich geworden sind oder werden. Dennoch, ich finde es gut, dass wir in allen Ressorts auf Bundesebene und in allen Bundesländern derzeit den Pain haben, über so eine Frage nachzudenken. Dass es eine Einstiegsfrage ist, so ähnlich wie die Dresdner Forderungen auch nur Einstieg in die Diskussion sind, wie Sabine Möwes sagt, finde ich genau richtig. Ne? Aber das OZG ist aus meiner Sicht an der Stelle schon erstmal sehr hilfreich gewesen, dass wir überhaupt uns damit beschäftigen, ne? Mit dem Betriebssystem Verwaltung. Wir machen es wieder sehr deutsch und vermurksen das alles.
Genau, wir brauchen einen pragmatischen Blick. Also ich denke da nur zum Beispiel, in den Niederlanden gibt es ja auch diesen Bürtbus, wo ich dann halt wirklich auf dem Plattenland halt gewisse Leistungen einfach bündele und kann dann halt, wenn der Bus da ist, zusammen mit meiner Bibliothek und allem möglichen, mir die Fahrausweise, die da digital sind und sonstige Sachen, alles komplett holen, inklusive Bankleistungen. Nicht, dass das jetzt sozusagen das herausragende Beispiel ist, aber es zeigt eigentlich nur, die haben einen sehr pragmatischen Ansatz. Die überlegen, was brauchen die Leute und nicht, wie will ich als Verwaltung mich organisieren. Und ich glaube, das ist einfach das, was auch dieses treibende Element jetzt ist. Genau, ja, Stein-Hardenberg 2.0, das ist wunderbar, das passt nun mal genau hier rein. Wir haben jetzt ganz viele Kommentare auch bekommen, immer wieder von Martina Clement zu dem Thema auch. Frage, gibt es da noch einen speziellen Beitrag zu? Sonst würde ich in die große Runde noch wieder weitergehen. Weil wir gucken immer wieder zwischendurch mal in den Chat, Marco und ich, was da an Beiträgen ist. Und jetzt kamen ja viele aus dem E-Government-Umfeld, die lange da drin sind. Ich weiß ja zum Beispiel, sehe noch mal den Jan. Mich würde das schon noch mal interessieren, das Thema Plattformen. Also ich komme da nicht los mit dem Thema Portalverbund. Das finde ich eins der grauenhaften Terminologien. Und deshalb würde mich mal jetzt die Informatiker blicken. Ich weiß, du bist noch nicht so lange im E-Government. Und das finde ich an der Stelle sogar gut, ja, dass du jetzt mal kurz uns noch mal das als Informatiker reflektierst, während das in der Ansgar auch ein guter Informatiker ist, aber der seit 30 Jahren nichts anderes macht als Public Sektor. Wie siehst du das, Jan, diese Diskussion jetzt im zweiten Teil? Also ich finde die super spannend, weil also aus unterschiedlichen Gründen. Der eine Punkt tatsächlich, dieses userzentriert Denken ist ja etwas, was auch vor einigen Jahren bereits auch, sage ich mal, in der freien Wirtschaft aufgekommen ist und die natürlich dementsprechend dann auch Methoden dafür entwickelt hat, wie sie rausfinden können, was viele Menschen möchten. Was ich an der Stelle wieder spannend finde, ist, dass man ja aus einer wenn man so aus einer staatlichen oder kommunalen Perspektive heraus denkt, muss man ja auch sehr inklusiv sein. Also was zum Beispiel eine Firma halt nicht sein muss. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch ein interessanter Punkt. Also Google kann sich schon entscheiden, ihre Dienstleistungen zu optimieren für die zahlungskräftigen 80%. So, und das können wir uns vielleicht dann sozusagen als Kommune, als Stadt, als wie auch immer nicht leisten. So, das ist schon ein interessanter Punkt, glaube ich, an der Stelle. Das heißt, was ich da spannend finden würde, ist zu sehen, quasi, was kann man eigentlich trotzdem übernehmen und wo sind Schwierigkeiten. Was Plattformen angeht, also aus meiner Informatikerbrille heraus, Plattformen sind ja meistens dann gut, wenn ich Dienste habe, die möglichst standardisiert, möglichst vielen Leuten angeboten werden können. Und das ist, glaube ich, etwas, es gibt so ein bisschen da die Diskussion, ob quasi die aktuellen digitalen Plattformen so der Weisheit letzter Schluss sind oder ob wir irgendwie, was steht eigentlich danach, ne? Und was halt danach steht, ist dann halt gerne sowas wie, dass ich eben sage, ich muss auch Losgröße 1 anbieten können und so weiter. Und deswegen ist ja hier für mich so ein bisschen so die Frage als Außenstehender, wie viel lässt sich tatsächlich gut über Plattformen lösen? Und gibt es vielleicht irgendwie bestimmte Dienstleistungen, wo man sagt, die sind standardisiert, die sind überall eh gleich, die mache ich über eine Plattform? Gibt es dann bestimmte Dienstleistungen, die sind regional oder wie auch immer in irgendeinem Scope so spezifisch, dass ich sie konkret lösen muss? Und ich glaube, was dann aber der wichtige Punkt ist, ist ja, dass dass die Daten, die der Mensch hat, ja, und die ihn irgendwie ausmachen, kam ja auch in der Diskussion auf, dass die vielleicht schon sozusagen, ich sag mal, zentral zugreifbar sind. Ob die zentral auf einem Server liegen oder so, ist jetzt gerade mal egal. Einfach konzeptuell gedacht, dass ich halt sozusagen in verschiedenen Fachverfahren meine Daten mitbringen kann und die auch zusammengeführt werden. Und das war ja gerade genau dieser Punkt, den ich auch, ehrlich gesagt, fühle ich mich ja gerade voll wie der Noob, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass zum Beispiel eben es wirklich nicht um die Verarbeitung dieser Daten geht, sondern letztlich nur um die Beantragung und dann quasi die Bescheidzusendung, ja, und dass dieses im Hintergrund die Daten selber halten, das ist etwas, wo ich, glaube ich, sehen würde, dass Plattformen einfach, also dass das Konzept, ich habe irgendwo zentrale Speicherorte, super sinnvoll wäre. Ja, was das Angebot von Leistungen angeht, bin ich mir nicht so sicher, ob da Plattform One Size Fits All und so weiter das Richtige ist. Also ich meinte das Plattformthema gar nicht eher als Computing-Schicht, gar nicht mal als datenhaltende Stelle, weil wir merken es ja in der Smart City, wo die Dateninfrastrukturen schon sehr verteilt sind, aber die Computing-Mechanismen sind eben keine Portaltechnologien mehr, sondern Plattform- und KI-Technologien, weil das, sage ich mal, den höchsten Computing-Durchsatz hat. Und deshalb ging es mir als Plattform eher, dass der Portalverbund, ja, das ist ja genau die alte 80er Jahre, jeder macht ein Portal und das verbinden wir alle. Das ist genau der falsche Ansatz, sondern wir müssen überlegen, wo brauchen wir eigentlich Portale? Und
und das, was wir gemeinhin mit Portalen heutzutage verstehen, Zalando, Amazon, das sind ja Plattformen, ja, das sind ja keine Portale. Da geht viel durcheinander, aber das Thema einer für alle oder interkommunal, auch vielleicht sogar über die Landesgrenzen hinweg, ist natürlich genau ein Thema, was auch so schnell jetzt nicht weggeht. Ja, deshalb bin ich auch so froh darüber, dass es die Dresdner Forderung gibt und dass wir hier wirklich immer wieder jetzt auch zwischen fachlichen und technologischen Perspektiven, das ist ja das genau dieses Viewpoint-Modell, ja, also das Thema habe ich von Ansgar oder von Michael Tschichholz, glaube ich, gelernt, RMODP, ja, das ganze verteilte Systeme auch aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um ein ganzheitliches System überhaupt zu denken. Und da sind wir auch bei dem, was Tanja gesagt hat, auch in der Stadt fangen wir zum Glück an. Ja, diese unterschiedlichen, wir haben eine Digitalstrategie, eine Stadtentwicklungsstrategie, eine Ehrenamtsstrategie, was für ein Kram. Das sind alles Daten, die sozusagen alle diese Strategien sind digital oder haben eine digitale Dimension. Wir müssen natürlich von Ehrenamt über Stadtentwicklung, über regionale Pendlerströme, wir müssen das digital denken. Ja, das ist unsere Lebensumwelt. Und deshalb, da kommen wir auf die Urfrage zurück, was ist eigentlich die Nachbarschaft in der digitalen Welt? Die Frage ist übrigens auch schon 30 Jahre alt oder 40 Jahre alt. Also seit Marshall McLuhan, seit dem globalen Dorf, 62 war das, glaube ich, wo man überlegt hat, wie funktionieren eigentlich soziale Netzwerke in einer stärker digital unterstützten Welt oder in einer digitalisierten Welt? Und die Frage können wir heute nicht lösen. Ich mache mal so ein bisschen, ich spiele bei den Ball zur Tanja in die Abschlussrunde zurück. Ja, das kriegen wir heute nicht gelöst, aber wir merken, wie unterschiedlich unsere Perspektiven sind und uns interessiert natürlich Gemeinwohl, ja, und Digitalisierung nicht aus einer nur technischen Perspektive oder aus einer nur rationalen Perspektive, sondern das lebendige Kit der Städte ist uns extrem wichtig und da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Tanja. Ja, ich würde das gerne als, wir sind ja noch jetzt eine immer noch recht große Runde, also wenn ich das so sehe, von daher nochmal an die Referierenden, die jetzt sozusagen noch da sind, einfach mal die Frage, rückblickend jetzt auf die bisherige Diskussion, was ist sozusagen der Top-Punkt, um Deutschland insgesamt weiter als digitale Kommune aufzustellen, dass wir eben halt nicht mehr in unserem Föderalismus einerseits ertrinken, aber auf der anderen Seite auch die guten Aspekte des Föderalismus nutzen. Und was wäre da so sozusagen als Hashtag der Top-Punkt, um das zu tun? Sei es aus einer Erfahrung, sei es aus der Diskussion heraus. Das wäre so mein Wunsch. Und ich würde einfach mal starten mit Jan Sürmeli. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Frage, das gebe ich ganz offen zu. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich jetzt einen Hashtag hingeben müsste, dann wäre das aus meiner Technikersicht relativ langweilig, aber der ist Interoperabilität. Ich glaube, User-Zentriertheit wird noch mal jemand sagen. Aber ich glaube, dieses Thema zu standardisieren und gleichzeitig dabei nicht einzuschränken, also sprich, ich standardisiere, um Individualisierung möglich zu machen, ich glaube, das ist super wichtig. Und das erfordert halt einfach auf bestimmten Ebenen Interop, damit man sich dann frei austoben kann, wo man es will. Dann würde ich gerne mal weitermachen, Tabea Hein. Ist sie noch im... Ja, ich bin... Genau. Okay. Ich bin noch da. Also ich bin ja jetzt nach Lübeck gewechselt und ich bin sehr froh, dass die Kollegen eine Digitalstrategie ausgearbeitet haben, die sie selbst ausgearbeitet haben, also ohne große Dienstleisterkompetenzen da abzufragen und die sehr flexibel ist. Und ich glaube, das ist für Kommunen sehr, sehr wichtig, dass sie das selbst ausarbeiten, dass sie da dahinter stehen und dass sie auch auf die Herausforderungen, die noch auf uns zukommen, auch flexibel eingehen können. Dankeschön. Frau Horster. Die ist, muss anscheinend schon weg, oder? Nee, die ist noch da. Die ist noch da, okay. Genau. Also ich finde das alles sehr, sehr gut, was jetzt gelaufen ist. Bloß, wie gesagt, also wir kommen immer wieder dahin, dass die Städte wirklich sich eigentlich immer um sich selber drehen und sehr, sehr wenig eigentlich doch um den Kunden, das ist der Bürger. Das habe ich in der ersten Runde schon gesagt. Natürlich, da gebe ich allen recht, es sind so viele Sachen, so viele Facharbeiten, die da gemacht werden müssen. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Aber mir fehlt da
echt die Balance. Wir haben hier zum letzten Digitalgipfel in Dortmund, da hatten wir halt, ich weiß gar nicht, wie viele Bürgermeister wir da hatten. Und da haben wir nämlich mal verboten, über administrative Themen zu sprechen. Und das wurde dann richtig schwierig für die Herrschaften, also weil die eigentlich immer nur ihre Fachseite da, ihre eigenen Dinge. Und dann haben wir gesagt, nee, wir verbieten das mal, das ist jetzt nicht drin. Und deshalb, da waren nur ganz wenige, die sagen konnten, ja, wir machen da dies und das. Und das fand ich schon ganz bezeichnend, dass die meisten gar nicht mehr sprachfähig waren. Und ich kann es nur aus dem Pflegesektor sagen, die Einsparungspotenziale, ich habe sie ja genannt, sind ja gigantisch und es interessiert keinen. Es interessiert keinen, weil es kein administrativer Vorgang. Und das ist natürlich irgendwo für uns Nicht-Verwaltungsleute schon irgendwo komplett unverständlich, wenn ich sage, ja, du kannst da mal so ein paar Millionen pro Jahr ganz locker einsparen. Geht, haben wir nachgewiesen und die sagen, ja, ist uns doch egal. Ja, okay. So. Dankeschön. Dann würde ich als nächstes den Ansgar Kückes noch bitten und würde anschließend dann gleich an dich, Marco, wieder übergeben für den Rest der Runde. So, da muss ich jetzt also die Vorlage für Marco liefern. Ja, mal gucken, ob mir das gelingt. Also insgesamt, also ich erkenne, dass es wirklich eine Menge gibt, was im Moment an positiven Dingen läuft. Also wir haben einen Generationswechsel, die neue Generation geht anders ran, als wir das noch gesehen haben von der letzten Generation. Man ist viel offener, man ist auch bereit, dort interdisziplinär unterwegs zu sein. Man setzt auch wieder andere Schwerpunkte. Es ist nicht mehr unbedingt so dieses Machtdenken, von wegen, ich muss jetzt alles abwehren, was da irgendwo so kommt. Das ist sehr positiv. Nur, ich kann sagen, also so politisch gesehen fehlt mir noch ein bisschen der große Wurf, ehrlich gesagt. Und da frage ich mich manchmal so ein bisschen, wie viel Verwaltungswissenschaftler haben wir denn eigentlich in Deutschland? Weil wir Deutschen, wir haben eine ganze Reihe von sehr guten Tugenden und Eigenschaften, die sich gerade für den Bereich der Digitalisierung jetzt ganz hervorragend eignen. Nur habe ich das manchmal das Gefühl, dass wir die nicht so richtig erkennen und auch nicht so richtig zum Einsatz bringen in diesem Umfeld, sondern uns eher so ein bisschen drum drücken und nicht so den großen Wurf suchen. Klar, Europa wird viel regeln, aber wir sind Teil von Europa. Wir müssen zuliefern, wir müssen auch vordenken. Und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr auch sowas wie eine Start-up-Kultur, mehr experimentieren, damit wir daraus Erkenntnisse ziehen können. Und da darf die Technik nicht der begrenzende Faktor sein. Allerdings dürfen sich jetzt auch nicht die Rahmenbedingungen, sowas wie Datenschutz oder Souveränität der Technik unterordnen und sagen, das machen wir jetzt alles nicht mehr, damit wir leichter Technik machen müssen. Das ist natürlich Blödsinn. Wir brauchen eine Idee, die unsere Rahmenbedingungen vollständig abbildet, kein Hindernis mehr darstellt und dann die Grundlage dafür bietet, dass wir sowohl die Neuerungen, die wir reinbringen mit einer Startup-Kultur, als auch einfach das manchmal etwas langweiligere tagtägliche, was wir dort entwickeln müssen, dass wir uns da nicht mehr Gedanken machen müssen über IT. Auch nicht darum, wie wir einzelne Fachanwendungen mit einer sicheren Infrastruktur ausstatten, sondern die muss da sein, diese sichere Infrastruktur, und so gehärtet sein, dass sie den Anforderungen auch genügt. Wenn das jeder für sich macht, wird das sehr schwierig, weil das multipliziert sich oder sogar noch schlimmer mathematisch gesehen. Aber ja, ich würde mir wünschen tatsächlich, dass wir uns ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein tatsächlich in diese Thematik reingehen würden und das nicht nur versuchen, mit Geld zu lösen. Und auch recht alleine, fürchte ich, wird uns dort nicht automatisch dorthin bringen, wo wir eigentlich hinwollen. Marco. Ja, das war jetzt, du hast angesprochen, die rote Liste Spezies Verwaltungswissenschaft. Und das ist natürlich meine schöne Überleitung zu Christian. Natürlich, wir sind ja in Deutschland bekannt, dass wir uns als Standort politisch schon sehr stark auch im Mittelstand um alle Branchen kümmern. Aber die Verwaltung ist die größte Branche unserer Volkswirtschaft und die kümmern wir uns in den letzten 20, 40 Jahren überhaupt nicht gekümmert, was die wissenschaftliche Durchdringung betrifft. Ja, wir haben unsere eine Universität für Verwaltungswissenschaften, die irrlichtert da so ein Stückchen herum, die müssen wir komplett auf links drehen. Unsere Verwaltungshochschulen machen eigentlich bessere Berufsausbildung und die multipliziert sich sozusagen, die Stelle, die gerade frei wird, multipliziert sich mit der, die nachkommt. Also wir haben da im Kompetenzenbereich und im Bereich des Unterbaus, um unsere größte Branche, unser Betriebssystem der Gesellschaft neu zu justieren, natürlich unendlich viel zu tun. Und da haben wir in der Tat vielleicht noch länger geschlafen als in der Digitalisierung. Deshalb meine Überleitung an den Verwaltungswissenschaftler oder auch Verwaltungswissenschaftler Christian, dein Abschlussstatement.
Ja, das kann ich jetzt fast nicht so stehen lassen an der ganzen Stelle. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin Professor an einer privaten Hochschule, ja, weil der Staat sozusagen, weil es wohl eben defizitär nicht auf die Weg bekommt, gewisse Sachen zu regeln und die Privatwirtschaft erkennt, es ist ein Markt da quasi, um den Staat zu unterstützen. Ja, das muss ich jetzt dazu mal vorschalten an der Stelle. Das sagt, glaube ich, auch einiges in der deutschen Verwaltungskultur. Das findet man sich so häufig in anderen Bundesländern. Ja, mein Hashtag, der gefragt worden wäre, wäre Copy and Paste ist erlaubt in der Verwaltungsdigitalisierung. Ja? Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich sehr wertvoll, wenn man von anderen guten Beispielen lernt, sowohl in der Verwaltungskultur, aber auch in der Umsetzung, wie man politische Ziele operativ auf die Straße bringt und wie man digitale Produkte wirklich gegenseitig auch vermarktet und tatsächlich zentrale, kommunale und aber auch für landes- und bundesweite Lösungen schafft an der Stelle. Ich glaube, das muss man mehr in den Fokus rücken, zu sagen, kopiere eine gute Lösung, das ist hier wirklich erlaubt quasi und spare dir die Kapazitäten für bessere Innovation zu weiteren und noch nicht erkannten Themen. Super, super Claim, proud to copy, ja, das große Thema. Sabine, würde ich gleich an dich weitergeben, sozusagen, du kopierst auch gerne die guten Sachen der anderen und du gibst deine Sachen den anderen ab und da sind wir bei deinem Thema nicht Rosinen picken, sondern neue Förderstrukturen, dein Abschlussstatement. Genau. Also ich glaube, wir müssen da erstmal zusammenarbeiten, dann dreigleisig fahren. Wir müssen eine Vision für die Grundlagen haben, eine neue Vision, also digital denken und das Thema ID, Vernetzung, Sicherheit, Cybersecurity haben wir ja gerade gemerkt, wie wichtig das ist, einmal neu aufsetzen. Und dann müssen wir die Lösung, die es braucht, gemeinsam nutzerzentriert denken. Weil manchmal ist es dann vielleicht gar nicht die Lösung, es unbedingt digital machen zu müssen, weil das ist ja auch, wir machen jetzt Digitalisierung, aber manchmal ist ja vielleicht die analoge Lösung, ich habe schon mal gesagt, auch viel besser und gerade auch, wenn man darüber nachdenkt, was das mit Vereinsamung einhergeht. Also da gibt es vielleicht Stützprozesse, die digital sind, aber das Treffen zu ermöglichen ist ja viel wichtig. Also wirklich aus dieser Nutzerperspektive denken und dann wirklich ehrlich auch mal ganzheitlich denken. Also wir scheitern ja schon daran, dass wir das Thema Ehegatten im Nutzerkonto nicht abbilden können, dass wir das Thema Vollmacht nicht abbilden können. Ja, das ist ein Irrsinn gerade und genau, den Irrsinn müssen wir irgendwie wegkriegen. Das ist mein Schlussstatement. Super, dann zurück an dich, Tanja, und du gibst zurück an sozusagen hier unsere Ersthelfergruppe aus der DIF-Konferenz, damit der Bogen geschlossen wird. Genau, herzlichen Dank erstmal an alle Teilnehmenden, an alle Referenten, Referentinnen und ja, es hat wieder super Spaß gemacht, mit Ihnen, mit euch zusammen das zu diskutieren. Ich glaube, das könnte man noch stundenlang fortführen und von daher mit Blick darauf, dass es ja schon etwas später ist und andere noch Termine haben oder den Feierabend genießen wollen, gebe ich jetzt wieder zurück an die Pauline Unseld und an unseren IT-Support von der DIF-Konferenz. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön für die sehr diskussionsreiche Session, muss ich sagen. Ich habe das mitverfolgt. Ich hoffe, Sie gehen mit ein paar guten Anregungen nach Hause wieder zurück. Ich hoffe bald in den Feierabend, muss ich ja sagen, und wünsche noch eine schöne DIF-Woche. Ganz in dem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.